Jetzt rufe ich auf die Einzelpläne 08 und 20. Bundesministerium der Finanzen ist der Einzelplan 08. Mit der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auf den Drucksachen 1608 und 1626. Berichterstattung haben die Abgeordneten Dr. Thorsten Rudolph, Dr. Ingeborg Gräßle, Sven-Christian Kindler, Christoph Meyer, Wolfgang Wiele und Dr. Gesine Lötsch. Und für den Bundesrechnungshof, das ist der Einzelplan 20 mit der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses auf der Drucksache 1627. Berichterstattung haben die Abgeordneten Dr. Ingeborg Gräßle, Dr. Thorsten Rudolph, Felix Banatschak, Frank Schäffler, Ulrike Schielke-Ziesing und Dr. Gesine Lötsch. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat als erstes Dr. Matthias Middelberg für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir erleben eine denkwürdige Haushaltswoche, wieder mit einem Bundeshaushalt in Rekordgrößenordnung von annähernd 500 Milliarden. In einer ebenso denkwürdigen Zeit, in einer Zeitenwendezeit, wie der Bundeskanzler das zu Recht betont hat. Corona-Pandemie, Klimawandel, Rekordinflation, die höchste seit 40 Jahren, und Ukraine-Krieg. Von der Zeitenwende, denkt man, müsste man in Ihrem Haushalt auch sehr deutlich etwas merken. Man merkt aber nur etwas auf der Einnahmeseite oder sagen wir besser bei den fehlenden Einnahmen, dass Sie nämlich mit den Schulden in Rekordhöhe nach oben wandern. Konsequent müssten Sie eigentlich auf der Ausgabenseite arbeiten als verantwortliche Haushälter und als verantwortliche Finanzer, Herr Minister Lindner. Selbst vor dem Ukraine-Krieg und selbst noch nicht mal in Ansehung der vollen Inflationsgrößenordnung haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Und Sie haben auch vereinbart, im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens auch Ausgabenkürzungen vorzunehmen. Eine richtige Vorgabe, wie wir finden. Nennenswerte Priorisierungen oder Kürzungen sind allerdings in Ihrem Haushalt nicht erkennbar. Im Gegenteil, Sie satteln einfach nur drauf. Netto 6.000 zusätzliche Stellen im Personalbereich. Darüber könnte man an der einen oder anderen Stelle noch diskutieren. Aber Sie lassen sich es auch selbst gut gehen. Sie diskutieren und wir alle diskutieren darüber, ob wir hier das Parlament verkleinern. Sie machen es sich selber in der Regierung richtig fett mit der Rekordzahl von 37 parlamentarischen Staatssekretären. In dieser Größenordnung hat das bisher noch keine Bundesregierung geschafft. Und Ihre Fortschrittskoalition setzt auch in anderen Feldern Maßstäbe. Sie sind gestartet mit zusätzlich und reichlich zusätzlichen Beamten in den Ministerien, in der Spitze der Ministerien, in den teuersten Besoldungsstufen. Vor 4 Jahren haben Sie der alten Großen Koalition vorgeworfen, als wir 200 Stellen aufgebaut haben. Wer so anfängt, sagte der Kollege Fricke, der Haushaltssprecher der FDP, wer so anfängt, macht am Ende aus einer schwarzen Null ein schwarzes Loch. Der Satz war ja gar nicht so falsch. Aber er trifft auf Sie noch viel härter zu. Sie bauen jetzt 324 neue Stellen, Topstellen in den Ministerien auf. Das ist mal ganz deutlich mehr als alle Vorgängerregierungen. Von Zeitenwende reden Sie, aber Sie wenden nichts. Nicht in Ihrem Haushalt. Den Kernhaushalt, da ist der Verschuldungsanteil 140 Milliarden. Dann haben wir gemeinsam, dafür sage ich an dieser Stelle auch herzlichen Dank, das flechte ich gerne ein, das Sondervermögen Bundeswehr, 100 Milliarden neue Schulden. Und dann haben Sie noch die 60 Milliarden Diebesgut aus der letzten Wahlperiode, die Sie tatsächlich als Diebesgut, diese Kreditermächtigung nehmen Sie mit rüber.
Und wenn man das dann aufaddiert, gelangt man zu 300 Milliarden neuen Schulden. Ja, die 60 Milliarden müssen wir ehrlich bei Ihnen reinrechnen. Das sind 300 Milliarden Schulden, und das ist der absolute Rekord bisher. So, dann haben Sie viele Projekte, wie das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung und das Klimageld, das Herr Heil hier jetzt ins Gespräch bringt, ist alles im Haushalt noch nicht abgebildet. Da sind wir mal sehr gespannt. Aber das Wichtigste ist eigentlich und das größte und bemerkenswerteste Versäumnis, Sie haben für den ganzen Bereich der Sozialversicherung keine wirkliche Vorsorge getroffen. Und das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das drückendste Problem werden. Wir haben in diesem Land Vollbeschäftigung und wir haben auch Rekordbeschäftigung mit 45 Millionen Beschäftigten, die in die Sozialkassen einzahlen. Trotzdem sind wir nicht in der Lage, daraus die Rente zu finanzieren. Wir können die Krankenkasse nicht finanzieren und wir können die Pflege auch nicht finanzieren. So, und ich sage das durchaus, Sie brauchen gar nicht so brüllen, Herr Dürr. Ich sage das durchaus selbstkritisch. Auch wir haben in der letzten großen Koalition dieses Problem geschoben. Der Unterschied ist nur folgender. Ihr Bundeskanzler, der heute nicht hier ist, hat mit diesem Thema Wahlkampf gemacht. Er hat Respekt gefordert oder Respekt angeboten gegenüber den Wählern. Er hat gesagt, ich bin der Kanzler, ich bin der Kanzler. Klebten Ihre Plakate in der ganzen Republik Scholz drauf, ich bin der Kanzler für sichere Renten. Sie haben für gar nichts vorgesorgt im Bereich Sicherheit der Renten. Sie haben nur gesagt, das Rentenniveau bleibt das gleiche, an den Beiträgen ändern wir nichts und das Rentenalter ändern wir auch nicht. Wie wollen Sie das Problem dann lösen? Das Problem können Sie nur lösen, indem Sie immer mehr Steuergelder in die Rente schaufeln. Sie haben überhaupt keine Vorsorge getroffen, um dieses Kernthema irgendwie zu bewältigen. Das ist die Unverantwortlichkeit par excellence in der Haushaltspolitik. Und das wird Sie einordnen, und wir werden Sie in Zukunft daran regelmäßig erinnern und daran auch messen. Wenn dieser Kanzler Respekt gegenüber seinen Wählern hat, dann müsste er sich ganz zügig und zwar grundlegend dieses Themas Reformierung der Sozialversicherung annehmen. Letzter Punkt. Entlastungspakete. Dafür wollen Sie sich ja wahrscheinlich auch feiern lassen, möglicherweise auch heute. Die Entlastungspakete gehen aber bei Ihnen nicht nach dem Motto, dass Sie da entlasten, wo es wirklich zielgenau erforderlich wäre, da, wo die Belastungen am größten sind, sondern Sie entlasten so, dass jeder von Ihren Ampelpartnern, jede Ampelpartei kriegt so ein bisschen was. Der eine dies, der andere das, und am Ende sind Sie dann fröhlich. Und nach der zielgerichteten Entlastung der Bürger wird nicht gefragt, und die findet auch nicht statt. Dies ist sogar im Kern ungerecht. Und deswegen fordern wir, dass auch Pendler adäquat in diesen Paketen Berücksichtigung finden und genauso auch Rentner und Studenten. Die haben die gleichen Belastungen und die haben genauso Entlastung von Ihnen zu erwarten. Und Sie geben hier diese Entlastung oder sprechen darüber immer mit so einer gönnerhaften Attitüde. Jetzt geben wir den Bürgern dies und das und ja, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Dann wird über dies und jenes diskutiert. Sie haben massiv mehr Einnahmen im Moment aus der jetzigen Situation. Und der Finanzminister hat hier noch vor ein paar Wochen erklärt, das ginge alles nicht. Die Leute, wenn sie das Geld dann da nicht hätten, würden sie es da nicht ausgeben. Wir sehen doch jetzt an den Steuerschätzungen sehr deutlich, dass laufend steigende Steuereinnahmen auf Sie zufließen. Laufend steigende Steuereinnahmen. Sie haben zusätzliche Einnahmen aus der Umsatzsteuer. Im Zweijahresvergleich sind das Steigerungen um 30% gegenüber der Vor-Corona-Zeit. Sie haben zusätzliche Einnahmen. Haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir erwarten von Ihnen nicht, dass Sie gönnerhaft irgendwas zurückgeben, aber wir erwarten von Ihnen, dass Sie den Menschen das zurückgeben, was Sie ihnen vorher durch höhere Steuern und Abgaben aus der Tasche gezogen haben. Das muss sein. Besten Dank.
Matthias Mittelberg, der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, hat die Debatte eröffnet. Wir sind in der allgemeinen Finanzdebatte. Wir sind aber auch beim Etat des Bundesfinanzministers. Und Diebesgut, hat er gesagt, zu einer Verschiebung einer Kreditermächtigung, die mal geplant war, um Corona-Folgen auszugleichen und die jetzt für Projekte des Klimafonds genutzt werden soll. Da gibt es auch eine entsprechende Klage in Karlsruhe. Nächster Redner Christoph Meyer für die FDP-Fraktion. Hoffentlich letzten Krisenhaushalt. Wir dokumentieren die Notlage am Freitag unter einem nochmaligen Beschluss nach Artikel 115. Wir haben viel über Krisen gesprochen, über die Zeitenwende diskutiert und eine Folge, das Sondervermögen für die Bundeswehr, beschließen wir ebenfalls in den nächsten Tagen. Und ich möchte hier ganz klarstellen, dieses Sondervermögen ist ein Erfolg dieser Koalition von Bundeskanzler Scholz, von Christian Lindner als Verhandlungsführer, aber auch von Annalena Baerbock. Und ich danke explizit der Union, dass sie hier ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht geworden ist und mit uns zusammen einen sehr guten Kompromiss gefunden hat. Herr Mittelberg, wir haben zwei Entlastungspakete geschnürt mit über 40 Milliarden Euro Entlastungsvolumen in den nächsten Jahren. Und nun sagen Sie, und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Beiträge der Union in den Haushaltsberatungen, dass es von allem immer etwas mehr sein muss. Ich habe von Ihnen in den Haushaltsberatungen keinen einzigen seriösen Gegenfinanzierungsvorschlag gehört. Sie fordern einfach nur immer mehr. Das ist eine Rolle als Oppositionsfraktion, die wird Ihnen irgendwann auf die Füße fallen. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir in den parlamentarischen Beratungen 6 Milliarden Euro mehr für Zinskosten einstellen mussten. Das heißt, die Zeit der Staatsverschuldung ohne Aufwand ist vorbei. Und umso wichtiger wird es, dass wir im Jahr 2023 zur haushaltspolitischen Normalität zurückkehren. Dreh- und Angelpunkt, das ist gut, das können Sie tun. Dreh- und Angelpunkt ist die Einhaltung der Schuldenbremse 2023 und 2024, 2025. Das werden wir in den Folgejahren sicherstellen. Und wenn die FDP dies in den letzten Tagen immer wieder betont, dies ist keine Frage einer Parteiposition. Es ist zwingende Vorgabe der Verfassung, welche diese gesamte Koalition und diese ganze Regierung einzuhalten hat. Und daher wird auch die gesamte Koalition insgesamt aufgefordert sein, bei den Ausgaben zu priorisieren und zu konsolidieren. Und wenn das Statistische Bundesamt gestern eine Inflationsrate von 7,9% gemeldet hat, wo der Bund nur bedingt gegensteuern kann, auch das gehört dazu zu sagen, werden wir die vorhandenen Spielräume im Herbst für dringende Entlastungen bei den Bürgerinnen und Bürgern nutzen müssen. Und da begrüßen wir, dass der Arbeitsminister am Wochenende einen Debattenbeitrag geleistet hat. Aber für uns ist doch klar, dass zunächst der Abbau der kalten Progression im Vordergrund stehen muss. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, dass der Staat nicht auch noch an Preissteigerungen sich bereichern darf und profitieren darf. Meine Damen und Herren, ich möchte den Dank für sehr konstruktive Haushaltsberatungen in den Ampelfraktionen aussprechen. Wir werden im Juni, Ende Juni bereits den Haushalt für das Jahr 2023 im Bundeskabinett haben. Da geht es weiter. Der Bundesfinanzminister hat zu Beginn dieses Jahres gesagt, der 22er Haushalt ist primär noch ein Weiterschreiben der Großen Koalition, auch wenn wir viele Veränderungen vornehmen mussten. Im Jahr 2023, an dem Haushalt, können wir den Finanzminister denn messen lassen und können wir diese Koalition messen lassen. Ich freue mich auf die Beratung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Na, so viel Beratung gibt es nicht mehr. Denn es wird ja am Ende dieser Woche abgestimmt über den Bundeshaushalt 2022. Wir haben also noch ein wenig Debatte dazu. Die Beratungen haben stattgefunden, ebenso die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses. Peter Böhringer ist am Pult, haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Der Bundeshaushalt 2022 umfasst 500 Milliarden Euro bei 139 Milliarden Neuverschuldung. Das Sechsfache dessen, was das Grundgesetz normalerweise erlaubt. Erneut wird eine haushalterische Notsituation geltend gemacht, obwohl 2022 keinerlei pandemische Notsituation vorliegt. In den Haushaltsberatungen wurde nicht einmal klargestellt, ob man zur Begründung der Notsituation noch immer nur Corona als Jahrhundertausnahme heranzieht oder ob nun auch der Ukraine-Konflikt die Begründung sein soll. Der entsprechend klärende Antrag wurde dem Bundestag erst gestern Abend um 21 Uhr vorgelegt.
Das ist ein unmögliches Vorgehen, zumal Sie selbst darin nun nicht eindeutig klarstellen, mit welcher Notstandsbegründung Sie eigentlich gerade an der Schuldenbremse vorbeiregieren. Und dieses intransparente Schauspiel wiederholt sich ja gerade auch noch beim geplanten Bundeswehr-Sondervermögen. Auch dort war noch bis gestern Abend unklar, auf welcher Artikelgrundlage des Grundgesetzes und mit welcher genauen Zweckbestimmung es eigentlich an diesem Freitag errichtet werden soll. Solch ein gesetzgeberischer Schweinsgalopp in zentralen Politikfragen mit Steuerauswirkungen im dreistelligen Milliardenbereich ist eine groteske Missachtung des Parlaments. Jedenfalls hätte man auch 2022 die Schuldenbremse einhalten können, wenn man die richtigen Prioritäten gesetzt hätte. Die von uns aufgezeigten Einsparpotenziale liegen bei mehr als 160 Milliarden Euro. Der EKF bzw. der Klima- und Transformationsfonds kann als reiner Ideologietitel weitgehend gestrichen werden. Auch die sogenannte Asylrücklage ist endlich aufzulösen. Im Einzelplan des Gesundheitsministers muss die Vervierfachung des Etats, die Vervierfachung gegenüber 2019 endlich beendet werden. Über 40 Milliarden Euro Corona-Ausgaben sind ohne jeden Nachteil für die Bürger zu streichen. Die Zahlen an die Krankenhäuser für leerstehende Betten, die Kosten für Tests, für Impfstoffe, für das Offenhalten der Impfzentren im Sommer, das ist alles überflüssig. Natürlich auch die Kosten für Impfpropaganda. Die Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsministeriums wurde mit Corona von 5 auf 210 Millionen Euro vervierzigfacht. Ampel und Union wollen diese Position sogar nochmals verdoppeln. Das steht in ihren Anträgen. Die AfD hatte all das schon vor über 2 Jahren gestrichen, bis auf Unternehmenshilfen, bis auf diese, die wir als nationale Hilfen notgedrungen mittragen, obwohl wir als einzige Partei immer gegen die Corona-Maßnahmenhysterie waren, immer seit Mai 2020. Minister Lauterbach kauft Impfstoffe für alle denkbaren Coronaviren eben erst wieder für 830 Millionen Euro, während gleichzeitig Dosen im Milliardenwert verfallen. Weiterhin geben wir Milliarden in den internationalen Gesundheitsaufbau, vor allem für weltweites Impfen, aber auch freiwillige Zahlungen an die WHO. Zudem möchte man ernsthaft ein Prognosemodell für Impfstoffbedarf. Die Ampel vertritt also noch immer den absurden Glauben, künftige Virenpandemien voraussehen, genau die Impfstoffe und deren Bedarf gegen potenziell Tausende von Varianten vorausplanen und dafür ein Modell erstellen zu können. So etwas ist einfach nur abwegig. Dann Gender- und Klimaprogramme in aller Welt. Das sind die berüchtigten Weltbeglückungsprogramme der sogenannten Agenda 2030 für eine demokratisch niemals mehrheitsfähige Transformation der Welt. Viel Geld könnte man natürlich auch bei der EU holen, wenn man es denn wollte. Deutschland erhält etwa nur ein Viertel dessen, was uns aus dem riesigen EU-Corona-Programm Next Generation EU zustände. Und obwohl man das weiß, wird in Brüssel ohne erkennbaren Widerstand aus dem Finanzministerium schon der nächste Schuldentopf konzipiert, nur ein Jahr nach dem Präzedenzfall der EU-Corona-Hilfen. Es zeigt sich, dass denn, Herr Minister, Sie sagen, es stimmt nicht. Es ist angekündigt von Frau von der Leyen und von x anderen Personen. Es ist angekündigt. Also dann bitte ich Sie um eine Zwischenfrage, wenn Sie wirklich in dieser Form hier sagen, es stimmt nicht. Es zeigt sich, dass der Next Generation EU Gemeinschaftsschuldentopf kein Einzelfall war, sondern ein Dammbruch. Ich sagte hier an dieser Stelle schon 2021, wenn dieser Damm erst einmal gebrochen ist, dann wird Brüssel immer wieder riesige Summen zulasten deutscher Bonität aufnehmen und sie großzügig umverteilen. Meine Prognose, ein neues EU-unterstütztes Schuldenprogramm über hunderte Milliarden Euro wird kommen, mit sichtbarem deutschen Anteil, wie es der Finanzminister ausdrückt. Alle deutschen Steuerzahler werden absehbar 3 bis 6 Monate arbeiten, alleine nur zur Absicherung dieses sichtbaren deutschen Anteils. Wir retten die ganze Welt mit von Deutschland behafteten Schulden, aber für die eigenen Leute gibt es viel zu wenig Geld, zumindest kein EU-Geld.
Und vor diesem Hintergrund lesen wir dann solche Sätze des Finanzministers. Man kann abhängig werden von Staatsverschuldung. Wir müssen die Sucht nach Verschuldung beenden. Zitat Ende. Das sagen Sie, Herr Lindner, ernsthaft, nachdem Sie selbst in nur 6 Monaten im Amt nun volle 200 Milliarden Euro aufgenommen haben, zuzüglich Bundeswehr, Sondervermögen, wir hörten es ja eben schon von Herrn Mittelberg, sind es dann sogar 300 Milliarden Schulden. Die AfD ist der Auffassung, dass auch dieser Haushalt wieder erneut verfassungswidrig ist. Man darf keine Notkredite aufnehmen, um Rücklagen zu bilden, was sie aber auch 22 erneut getan haben. Das ist und bleibt ein Missbrauch des Ausnahmeartikels. Diese Schuldenpolitik der Regierung wird natürlich zu immer noch mehr Inflation führen. Auch mit dem 22er Haushalt gießt die Koalition weiteres Benzin ins Feuer. Und obwohl die AfD natürlich die seit Jahrzehnten angelegten Inflationsursachen auch nicht über Nacht aus der Welt schaffen könnte, konnten wir doch gegen die Inflationsfolgen weitreichende Steuerentlastungen vorschlagen und auch gegenfinanzieren. Das sind die Erhöhung des Grundfreibetrags, das kommt fast allen zugute, auf 12.600 Euro, die Aussetzung der Umsatzsteuer auf Lebensmittel und Treibstoffe, die längst abfällige und fällige und überfällige Abschaffung des Solis, die Abschaffung der sinnfreien CO2-Besteuerung. All das ist gegenfinanziert. Die Regierung profitiert über hohe Steuereinnahmen, absurderweise von der Schuldeninflation, die sie selbst befeuert. Für die Menschen dagegen ist die Inflation der große Verarmer. Kleine Leute mit nur langsam wachsenden Einkünften stehen plötzlich viel ärmer da. Eine Regierung, die das verursacht, ist zutiefst antisozial. Doch etwa die Grünen begrüßen sogar die Inflation. Der hohe Preis der Klimaideologie ist nun da. Und die Grünen finden das auch noch gut. Lebensmittel seien eigentlich viel zu billig. Und Deutschland sei für die Ukraine bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Zudem beklagt Frau Baerbock auch noch die Kriegsmüdigkeit der Menschen. Wir werden nicht nur von abgehobenen Ideologen, sondern auch von Zynikern regiert. Peter Böhringer aus der AfD-Fraktion, wo er haushaltspolitischer Sprecher ist. Und haushaltspolitischer Sprecher ist auch der nächste Redner, Dennis Rohde aus der SPD-Fraktion. Möchte ich noch mal einen kurzen Hinweis an die Mitglieder der Regierungsbank geben. Zwischenrufe, Zwischenbemerkungen, die ich laut höre, aber auch andere, sind nicht gestattet. Und jetzt rufe ich den nächsten Redner auf, für die SPD-Fraktion Dennis Rohde. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten in dieser Woche abschließend den Bundeshaushalt 2022. Und ja, wir sehen noch mal eine hohe Kreditaufnahme von 139 Milliarden Euro vor. Das sind, und das gehört dann aber auch zur Wahrheit, 100 Milliarden Euro weniger als das, was 2021 in der Großen Koalition geplant war. Und das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass wir viele Maßnahmen nicht mehr brauchen, nicht mehr finanzieren müssen, weil sich viele Menschen in diesem Land solidarisch gezeigt haben, sich impfen lassen haben. Und denen gilt allen unser Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der zweite Grund ist, dass wir verbesserte Steuereinnahmen haben, dass wir eine Wirtschaft haben, die sich gerade als stabil herausstellt. Und der Grund liegt auch in den Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Dadurch, dass wir Arbeitsplätze durch das Kurzarbeitergeld gesichert haben, dadurch, dass wir Unternehmen durch Wirtschaftshilfen gesichert haben, stehen wir heute so da, wie wir dastehen, wesentlich besser als das, was im letzten Jahr Status quo war. Und das ist, finde ich, auch ein Erfolg der Politik der letzten Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber dieser Haushalt ist mit Unsicherheiten behaftet. Der Ukraine-Konflikt mit seinen verschiedensten Auswirkungen auf der Ausgabeseite, aber auch auf der Einnahmeseite. Wir wissen nicht, wie sich das Wirtschaftswachstum in der zweiten Jahreshälfte entwickelt. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen die Inflation auf der Ausgabeseite auch für den Bundeshaushalt hat. Wir haben eine Situation, wo die Zinsen steigern und wir eigentlich mal eingeplante Negativzinseinnahmen jetzt nicht mehr haben. Also alles das, was wir als Planungsgrundlage haben, ist durchaus volatil. Und trotzdem und gerade dessen
müssen wir uns den Herausforderungen, die da auf uns zukommen, stellen. Und ich will das am Beispiel der Ukraine machen. Während der Bereinigungssitzung haben die G7-Finanzminister getagt. Während der Bereinigungssitzung hat man beschlossen, 15 Milliarden Euro Liquiditätshilfen der Ukraine kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Und uns war wichtig, diesen deutschen Anteil, 1 Milliarde Euro, noch in der Nacht in den Bundeshaushalt zu überführen, um deutlich zu machen, an dieser Frage stehen Legislative und Exekutive geschlossen, ein Zeichen der Solidarität, das auch aus der Bereinigungssitzung ausging, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, 139 Milliarden Euro, und zur Wahrheit gehört, am Ende kommen noch 100 Milliarden Euro dazu, nämlich das Sondervermögen für die Bundeswehr, um die Truppe endlich wieder vernünftig auf Vordermann zu bringen und die Bundesrepublik wehrhaft zu machen. Ich danke all denen, die sich ihrer staatspolitischen Verantwortung an dieser Stelle stellen, die dafür Sorge tragen, dass dieses Sondervermögen Realität wird. Wir brauchen es, und wir bringen es auf den Weg und sind damit auch Vorbild für viele andere Nationen um uns herum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Dank gilt besonders denjenigen, die verhandelt haben. Mein besonderer Dank geht dem Bundeskanzler, der die Initiative angestoßen hat, der dieses Sondervermögen auf den Weg gebracht hat, aber auch dem Finanzminister, der Verteidigungsministerin, der Außenministerin und den Vertreterinnen und Vertretern der Union, die an der Sache orientiert zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Ihnen allen im Namen der SPD-Fraktion vielen Dank. Die äußere Sicherheit ist prägend für diesen Bundeshaushalt, weil wir da die großen Herausforderungen haben bei der Bundeswehr, bei der Unterstützung der Ukraine. Aber wir haben in der Debatte auch die anderen Sicherheiten nicht vergessen. Die innere Sicherheit und die soziale Sicherheit. Wir stärken die innere Sicherheit ganz gezielt, zum Beispiel durch 2.000 zusätzliche Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, die ab 2025, 2026 unsere Bahnhöfe und Flughäfen sicherer machen werden. Und dann kann man den Stellenaufwuchs der Ampel kritisieren, aber am Ende sorgen wir damit für zusätzliche Sicherheit. Und ich finde, das sollte auch im Interesse der Union sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir lernen aus der Katastrophe im Ahrtal. Wir haben gemerkt, welches Material dem technischen Hilfswerk fehlte, und haben mit diesem Bundeshaushalt zum Beispiel dafür gesorgt, dass dem technischen Hilfswerk zusätzliche Unimogs zur Verfügung gestellt werden, dass sie zusätzliche Logistikzentren bekommen, damit sie alles das, was sie im Krisenfall brauchen, auch vorhalten können. Auch das ist ein Beitrag für die innere Sicherheit und für den inneren Zusammenhalt in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir stärken die soziale Sicherheit durch Entlastungspakete mit Einmalzuschüssen, durch die Möglichkeit, kostengünstig den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, was gerade in den nächsten Wochen und Monaten vielen Menschen auch ermöglicht, in den Ferienzeiten zu reisen, die es sich durch die Inflation ansonsten nicht mehr leisten könnten, auch ein Beitrag zum Zusammenhalt, durch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. All das sind Maßnahmen, die ein Ziel haben, in Zeiten von Krieg um uns herum, von Inflation, dieses Land zusammenzuhalten. Und diese Aufgabe gehen wir an in der Ampel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber auch beim Thema Soziales spielt die Ukraine wieder mit rein. Wir stärken ganz gezielt den Etat des Bundesarbeitsministers, zum Beispiel durch die Möglichkeit, 200 Millionen Euro zusätzlich für Eingliederungsmaßnahmen zu nutzen, zum Beispiel für über 100 Millionen Euro für zusätzliche Deutschkurse, damit diejenigen, die bei uns Schutz suchen, auch eine Perspektive in diesem Land haben. Und auch das ist ein Beitrag zur sozialen Sicherheit dieses Landes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir vergessen dabei nicht, dass wir nicht nur eine Verantwortung für unser Land tragen. Ja, die Krisen um uns herum, sie treffen die Europäische Union, und sie treffen die Bundesrepublik Deutschland hart. Aber es gibt Regionen, die werden umso härter getroffen, weil es da dann teilweise um die blanke Existenz, um das blanke Überleben geht. Und uns war es wichtig, deutlich zu machen, dass wir unsere internationalen Verpflichtungen, dass wir die Krisen, die zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent entstehen, mit Blick
auf große Ernährungsprobleme, dass wir die sehen und angehen. Und deshalb wird mit diesem Bundeshaushalt der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit noch mal um 2,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Regierungsentwurf gestärkt. Das ist ein starkes Signal der internationalen Solidarität dieses Bundeshaushalts. Und wir vergessen auch nicht diejenigen, die es in der Krise besonders schwer hatten. Die Kulturschaffenden zum Beispiel, denen ihre gesamte Existenz für viele Monate geraubt worden. Wir stärken wieder erneut die Kultur in großem Umfang, nicht nur bei den Investitionen, wo wir Kommunen und Länder unterstützen wollen, dass sie das, was sie an Kulturgütern halten, auch erhalten können, sondern zum Beispiel auch, indem wir in diesem Jahr einen zusätzlichen Zuschuss an die Künstlersozialkasse geben wollen, damit im nächsten Jahr der Beitragssatz stabilisiert werden kann und die Künstler, die es in den letzten Jahren eh schon besonders schwer hatten, nicht dort noch doppelt hart getroffen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Abschließend, ja, dieser Haushalt ist mit vielen Unsicherheiten behaftet. Aber er ist Ausdruck unserer Gesamtverantwortung für die äußere, für die innere und für die soziale Sicherheit. Es ist ein Haushalt des Zusammenhalts, und unsere Fraktion wird dem gern zustimmen. Dennis Rohde, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, betont nochmal, äußere, innere und soziale Sicherheit seien bedacht worden beim Haushalt 2022. Zumindest in einem Fall wird Widerspruch zu erwarten sein von Janine Wissler, der Vorsitzenden der Linken. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, diese Haushaltswoche zeigt ja ganz gut die Prioritätensetzung dieser Ampelregierung. In wenigen Wochen haben Sie sich mit der Union darauf geeinigt, auf ein 100 Milliarden Sondervermögen, genauer gesagt Sonderschulden für die Bundeswehr. Und dazu soll jetzt das Grundgesetz geändert werden. Das heißt, Aufrüstung soll in diesem Land Verfassungsrang bekommen. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Verteidigungshaushalt schon seit 2014 um insgesamt 40% erhöht wurde. Und die Linke wird dieses Sondervermögen, dieses 100-Milliarden-Paket und auch das 2% Aufrüstungsziel, wir lehnen das ab. Wir werden dagegen stimmen, weil Aufrüstung macht diese Welt nicht friedlicher. Und was könnte man mit diesen 100 Milliarden alles Sinnvolles tun? Man könnte zum Beispiel alle Schulen in der Bundesrepublik sanieren. Und Sie wissen auch, dass es viele dringend nötig haben. Investitionen in den Klimaschutz, in die Verkehrswende, dafür bräuchten wir doch dreistellige Milliardenprogramme. Und was tun Sie denn, meine Damen und Herren, gegen die wachsende soziale Ungleichheit in diesem Land? Die versprochene Kindergrundsicherung findet sich nicht im Haushalt, ist verschoben auf 2024. Das heißt, Sie haben den Kampf gegen Kinderarmut um 2 Jahre verschoben. Ich frage Sie, was gibt es denn Drängenderes, als Kinder und Familien aus der Armut zu holen, meine Damen und Herren? In einer Zeit, in der viele Familien überhaupt nicht mehr wissen, wie sie ihre Wocheneinkäufe noch bezahlen sollen, wo viele nicht wissen, wie sie die Gasrechnung bezahlen sollen oder die immer weiter steigenden Mieten, da ist es doch so dringend notwendig, die kleinen und die mittleren Einkommen, diese Menschen zu entlasten. Wo sind denn die Milliarden für die Pflege? Was wurde den Pflegekräften in der Corona-Krise versprochen, dass es Verbesserungen für ihre Arbeitsbedingungen geben soll? Wo sind da die Milliarden, die eingestellt sind? Und wir sagen ganz klar, auch in dieser Krise werden eben nicht alle ärmer. Es gibt einige, die sehr gut verdienen an dieser Krise. Das sind die Krisengewinnler. Deswegen ist es dringend notwendig, diese exorbitant hohen Gewinne endlich vernünftig zu besteuern, hohe Einkommen, hohe Vermögen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben heranzuziehen. Aber das Thema Umverteilung ist bei diesem Finanzminister und dieser Bundesregierung leider eine Leerstelle. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sven Christian Kindler. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 10 Wochen parlamentarische Arbeit an diesem Bundeshaushalt liegen hinter uns. Das ist der erste Haushalt der Ampelkoalition. Das waren sehr besondere, herausfordernde Beratungen, die wir hatten, weil dieser Haushalt in Zeiten großer globaler Krisen aufgestellt wurde. Und mit diesem Haushalt geben wir konkrete Antworten auf diese Krisen. Wir geben konkrete Antworten auf den schrecklichen Angriffskrieg
gegen die Ukraine. Wir geben Antworten auf die Krise des Klimas und des Artensterbens. Wir geben auch Antworten auf die immer noch anhaltende Corona-Pandemie. Und wir geben auch Antworten auf die vor allem fossilgetriebene Inflation. Wir geben konkrete Antworten im Haushalt auf die Krisen, aber wir handeln auch konkret für die Zukunft. Wir handeln aktiv mit diesem Bundeshaushalt in dieser Krise. Und wir betreiben aber nicht nur aktive Krisenbewältigung, sondern wir sorgen auch für die Zukunft vor. Wir haben die Investitionen im parlamentarischen Verfahren in der Bereinigungssitzung noch mal um 700 Millionen Euro erhöht. Und insgesamt, wenn man den Energie- und Klimafonds zusammennimmt, den Kernhaushalt und das Sondervermögen digitale Infrastruktur, haben wir einen Rekordwert von Investitionen von 75 Milliarden Euro in diesem Haushalt. Wir konnten seit Beginn der Ampelkoalition das Volumen des Energie- und Klimafonds für die nächsten Jahre auf fast 200 Milliarden Euro verdoppeln. Und wir haben im parlamentarischen Verfahren noch mal den nationalen Klimaschutz gestärkt. Wir haben den internationalen Klima- und Biodiversitätsschutz gestärkt. Wir unterstützen urbane Räume bei der Anpassung an die Klimakrise. Wir haben die Digitalisierung der Schiene mit 400 Millionen Euro in den nächsten Jahren gestärkt. Und worauf wir besonders stolz sind, wir haben auch endlich die Finanzierung für das Polarforschungsschiff Polarstern 2, für das Forschungsschiff Polarstern 2 endlich gesichert. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag für Forschung, aber auch für den Klimaschutz. Und das Sondervermögen wurde schon angesprochen. Es ist richtig, dass wir jetzt die Bundeswehr in den nächsten Jahren angemessen ausstatten und dass wir im Haushaltsausschuss auch gleichzeitig beschlossen haben, dass wir eine notwendige Reform des Beschaffungswesens eng begleiten werden, zusammen mit dem Rechnungshof. Und ich kann ehrlich gesagt allerdings nicht die Union verstehen, dass im 21. Jahrhundert Cyberabwehr kein Teil des Sondervermögens sein sollte. Ehrlich, das ist von vorgestern, liebe Union. Aber ich will auch etwas Lobendes zur Union sagen. Ich begrüße ausdrücklich, dass die Union ihre ideologische Position beim Sondervermögen geräumt hat und einer Neuverschuldung von 100 Milliarden Euro an der Schuldenbremse vorbei zugestimmt hat. So wird jetzt die Ausstattung der Bundeswehr nicht gegen notwendige Gerechtigkeit und notwendigen Klimaschutz im Haushalt ausgespielt. Dafür danke ich herzlich. Dennis Rohde hat es angesprochen, Sicherheit bemisst sich aber nicht nur an den Militärausgaben, sondern auch die Ausgaben für Diplomatie, zivile Krisenprävention und Entwicklungszusammenarbeit sind zentral für unsere Sicherheitspolitik in der einen Welt. Und wir sehen ja gerade, wie Wladimir Putin gezielt mit Ernährung und mit Hunger einen Krieg führt, einen Kornkrieg weltweit und versucht, die internationale Gemeinschaft auch zu spalten. Und deswegen ist es gut, dass wir den zweiten Regierungsentwurf noch mal deutlich nachgebessert haben im Ergänzungshaushalt, im parlamentarischen Verfahren. Wir haben jetzt 2,7 Milliarden Euro mehr fürs Auswärtige Amt und für das BMZ bereitstellen können, weil zentral Diplomatie und zivile Krisenprävention, der Kampf gegen Hunger zentrale Teile unserer Sicherheitspolitik sind. Aber wir erwarten auch als Fraktion, dass die 1:1-Regelung, die im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dass die auch für die nächsten Haushalte und in der Finanzplanung deutlich abgesichert wird, weil es nicht nur in diesem Haushalt große Krisen gibt, sondern auch in den nächsten Jahren wird es weiterhin große Krisen auch weltweit geben. Und deswegen brauchen wir eine Absicherung in der Finanzplanung. Und die Linke und die Union haben es angesprochen und immer noch mehr Geld gefordert. Aber ich will darauf hinweisen, dass diese Koalition innerhalb von wenigen Wochen zwei Entlastungspakete in Höhe von über 40 Milliarden Euro bereitgestellt hat. Unser Fokus lag vor allen Dingen darauf, Menschen gezielt zu entlasten und Menschen auch sozial gerecht zu entlasten. Das haben diese Entlastungspaketen auch gezeigt. Und natürlich gibt es auch noch Nachbesserungsbedarf. Natürlich gibt es auch in der Kürze der Zeit auch Nachbesserungsbedarf, das will ich ehrlich zugeben. Nicht alle Maßnahmen auch 100% zielgenau, das sehen wir gerade bei der befristeten Absenkung der Energiesteuer. Aber wenn wir jetzt strukturell daran gehen, dass wir Entlastungen auch absichern wollen, dann haben wir da im Koalitionsvertrag zwei Instrumente vereinbart, die auch strukturell dauerhaft zielgerecht und zielgenau wirken. Das ist das Energiegeld, finanziert aus allgemeinen Haushaltsmitteln, und das ist die Kindergrundsicherung. Und ich gehe auch davon aus, dass die Absicherung im Koalitionsvertrag dann eben auch in der Finanzplanung abgesichert wird. Applaus
Und natürlich können wir auch über neue Wege der Finanzierung reden. Dafür sind wir Grüne immer gerne offen. Für uns ist klar, dass bei der Steuerpolitik es vor allen Dingen um eine gerechte Lastenverteilung geht. Und deswegen sagen wir auch sehr klar, gerade in einer Krise, die so fundamental ist, müssen eben starke Schultern deutlich mehr tragen als schwache. Das gilt besonders für die Steuerpolitik. Herr Mittelberg hat den Energie- und Klimafonds angesprochen und die 60 Milliarden Euro, gegen die Sie jetzt in Karlsruhe klagen. Das heißt 60 Milliarden Euro, die nicht für die notwendige Transformation der Wirtschaft und den Klimaschutz bereitstehen in den nächsten Jahren. Das ist Ihr gutes Recht. Wir halten das innerlich für falsch und auch verfassungsrechtlich für nicht tragfähig, was Sie gemacht haben. Aber man kann nicht gleichzeitig den EKF und die 60 Milliarden Rücklage in Karlsruhe beklagen in Mittelberg und dann in der Bereinigungssitzung einen Antrag vorlegen, der diese 60 Milliarden Euro aktiviert, obwohl sie nach Ihrer Klage eigentlich verfallen sollten, und als Gegenfinanzierung für Anträge nutzen. Sie müssen sich schon entscheiden, was Sie konkret wollen. Das ist haushaltstechnisch und rechtlich nicht möglich. Und Ihre Klage in Karlsruhe haben Sie damit ad absurdum geführt. Kollege Mayer hat es angesprochen, Kollege Roda hat es angesprochen. Wir müssen in diesem Haushalt die Notfallregel der Schuldenbremse ziehen, weil wir immer noch die Folgen der Corona-Pandemie sehen und weil wir auch zusätzlich jetzt mit dem schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine eine neue Notlage haben, die große soziale, ökonomische und humanitäre Herausforderungen mit sich bringt. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt hier konkret auf diese Krisen reagieren und aktiv handeln in der Krise. Wir sagen sehr klar mit diesem Haus, wir sparen uns in keine Krisen hinein. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir sehr schnell aus diesen Krisen wieder herauskommen, so, weil das wirklich schrecklich ist, was wir gerade tagtäglich sehen und viele Menschen auch weltweit, besonders in der Ukraine, gerade erleben müssen. Aber ich habe nicht die Hoffnung oder ich habe die Befürchtung, dass das nicht so schnell leider enden wird. Wenn ich mir das Handeln und die schrecklichen Pläne um Wladimir Putin anschaue, wenn ich mir die großen internationalen Folgen anschaue, die großen sozialen, ökonomischen Folgen, die das für Deutschland und Europa hat, anschaue, dann habe ich die große Sorge, dass das nicht 2022 schon zu Ende ist. Und dieser Konflikt ist kein 100-Meter-Lauf, sondern das ist ein Marathon. Und zentral ist, dass Europa in diesen Zeiten fest und geeint zusammensteht und sich nicht von Wladimir Putin auf der Strecke dann auseinanderdividieren lässt. Und dieses Ziel muss sich dann auch die Finanzpolitik mit ihrer dienenden Funktion auch unterordnen. Deswegen ist es richtig, dass die Europäische Kommission jetzt für 2023 die Ausnahmeklausel Stabilitäts- und Wachstumspakt noch mal beschlossen hat. Europa hat aus den Fehlern der letzten Finanzkrise und den Fehlern der Austeritätspolitik gelernt. In Zeiten der Not handelt man, man spart sich in keine Krisen hinein. Und deswegen will ich auch noch mal klar sagen, Deutschland hat als größte Volkswirtschaft Europas eine besondere Verantwortung in diesen Zeiten. Und das gilt auch für die Aufstellung des Bundeshaushalts 2023. Gerade wenn eine Notlage besteht, kann man eben nicht den Rotschiff ansetzen und eine Normalität suggerieren. Da muss man aktiv handeln, das Notwendige auch finanzieren. Wir haben in diesem Haushaltsverfahren 2022 gezeigt, wir sorgen aktiv für die Zukunft vor, wir reagieren aktiv auf Krisen. Wir haben viel bewegt im Haushaltsverfahren. Wir haben die Regierung dort unterstützt, wo es notwendig war. Wir haben sie auch dort als selbstloses Parlament korrigiert und ergänzt, wo es notwendig war. Ich danke für die Zusammenarbeit und empfehle die Zustimmung zu diesem Haushalt. Danke. Sven-Christian Kindler war das, der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, hat sich geäußert unter anderem auch zum Kompromiss der Ampel mit der Union beim Sonderetat für die Bundeswehr, wo der Bereich der Cybersicherheit ja erstmal ausgeklammert worden ist. Der nächste Redner ist Florian Ossner aus der Unionsfraktion bzw. aus der CSU-Landesgruppe und nach ihm kommt der Bundesfinanzminister. Ich meinen Vorrednern lausche, das gleicht schon echt einem sehr teuren Wunschkonzert, was hier die Ampelregierung als Haushalt für das Jahr 2022 vorgelegt hat. Alle Vorlieben der Koalitionäre werden da gleichermaßen bedient. Für die Grünen ein bisschen Klima, für die FDP ein bisschen Politikmarketing und für die SPD ein bisschen Soziales. Leider läuft dieses Konzert unter dem Titel Wer macht die meisten Schulden?
Waren Grüne und FDP in der Vergangenheit immer gegen Schattenhaushalte, wollten Subventionen streichen und den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen, so bleiben davon nur noch leere Worthülsen. Wirklich sehr, sehr schade. Liebe Ampelkoalitionäre, so schafft man definitiv kein Vertrauen in die Finanzpolitik in Deutschland. Es ist absehbar ohne Glaskugel, dass auch bei uns die Leitzinsen steigen. Wir haben bereits eine Rekordinflation und damit wird auch das massive Schuldenmachen des Bundes immer teurer. Also was würde der vernünftige und vorsichtige Kaufmann machen? Richtig, sich beschränken, Prioritäten setzen, Ausgabenprogramme überprüfen und gegebenenfalls auch Dinge streichen. Stattdessen bekommen wir eine Netto-Neuverschuldung von rund 140 Milliarden Euro präsentiert. Dann kommen noch durch Buchungstricks weitere 60 Milliarden Euro Corona-Kredite dazu. Natürlich das schuldenfinanzierte Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Sage und schreibe in Summe 300 Milliarden Euro neue Schulden. Und bei den parlamentarischen Beratungen wurden nochmals 11,9 Milliarden Euro draufgesattelt. Damit bläht sich der Bundeshaushalt auf annähernd eine halbe Billion Euro auf. Das ist wirklich Wahnsinn und an Verantwortungslosigkeit in der Tat nicht mehr zu überbieten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wir kennen alle diese alte Weisheit. Ohne das konsequente Einhalten der ausgeglichenen Haushalte seit 2014 durch unionsgeführte Bundesregierungen hätten wir die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und jetzt des Ukraine-Kriegs nicht derart abfedern können. Die Ampel scheint hingegen bei jedem Problem in den finanzpolitischen Amoklauf zu verfallen. Hier ein paar Milliarden, da ein paar Milliarden. Es wird nur noch in Milliardeneinheiten gesprochen, ohne jeglicher Gegenfinanzierung. Beenden Sie deshalb bitte sofort dieses sinnlose Verfrühstücken der Zukunft unserer nachfolgenden Generationen. Das Wort Zurückhaltung scheint zudem für die Ampel nicht im Wortschatz vorhanden zu sein. Das gilt insbesondere dann, wenn es um die Vergabe von Posten geht, insgesamt fast 10.000 zusätzliche Stellen. Auch das Problem der Ausgabereste in den Ministerien wird von der Koalition komplett ausgeblendet und negiert. Knapp 20 Milliarden Euro. Haushaltstransparenz sieht wahrlich anders aus, liebe Ampelkoalitionäre. Als Union fordern wir deshalb die Bundesregierung auch in unserem Entschließungsantrag auf, senken Sie die Neuverschuldung um über 100 Milliarden Euro durch die Auflösung der Rücklagen und durch die Nichtinanspruchnahme der Corona- bzw. Klimakredite. Entlasten Sie die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen durch die Beseitigung der kalten Progression im Steuertarif und schaffen Sie endlich den Solidaritätszuschlag komplett ab und nehmen Sie die Personalmehrung zurück, welche sowieso am Ende nur mehr Bürokratie schafft. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Florian Ossner aus der Unionsfraktion spricht von 300 Milliarden neuen Schulden, die die Ampelkoalition mache. Das ist nur bedingt richtig, denn die 100 Milliarden für das Sondervermögen Bundeswehr hat er mal mit eingerechnet. Das sind aber bislang nur Kreditermächtigungen und wann die wirksam werden, wird sich weisen. Christian Lindner. Magier sein, weil Sie haben gerade vorgeschlagen, dass Sie die Rücklage auflösen wollen, die in Ihrer eigenen früheren mittelfristigen Finanzplanung noch benötigt worden ist, um im nächsten Jahr die Schuldenbremse des Grundgesetzes einzuhalten. Das ist leider widersprüchlich. Der Wechsel von Regierung zur Opposition ist Ihnen nicht gut gekommen. Ich will mich aber bedanken für die große Einigkeit beim Sondervermögen. Von diesem Sondervermögen für die Bundeswehr geht eine doppelte Botschaft aus. Wir stärken mit 100 Milliarden Euro Investitionen unsere Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung. Aber wir tun dies parallel zur Schuldenbremse des Grundgesetzes.
Die Schuldenbremse selbst bleibt für alle anderen Aufgaben und Vorhaben erhalten. Das ist die doppelte Botschaft. Wir antworten auf die sicherheitspolitische Zeitenwende mit der Stärkung der Streitkräfte. Wir antworten auf die ökonomische Zeitenwende der Inflation durch die Rückkehr zu soliden Haushalten und das Ende immer neuer Schulden. Damit folgen wir auch dem Rat der Europäischen Kommission. Denn die Europäische Kommission hat ja bei ihrem finanzpolitischen Ausblick zwar die allgemeine Ausweichklausel verlängert, zugleich hat sie aber nicht empfohlen, davon Gebrauch zu machen. Im Gegenteil, sie hat gesagt, wir müssen zu fiskalischer Neutralität, also nicht durch immer neue Subventionen und Ausgabenprogramme, die Inflation nähren. Und genau das muss unser Ziel sein. Rückkehr zur Schuldenbremse bedeutet Druck von den Preisen nehmen, indem wir nicht immer mehr umverteilen und immer mehr Subventionen erfinden. Herr Kollege Mittelberg, im zweiten Regierungsentwurf 2022 haben wir genau Ihre Zahl von 99,7 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme eingehalten. Wir haben nicht mehr Schulden gemacht, als Sie in Ihrer Regierungszeit vorhatten, aber wir haben mit Ihren Eckpunkten anderes gemacht. Mehr für Bildung, soziale Aufgaben, Investitionen und Entlastung, das zeigt, bereits mit dem zweiten Regierungsentwurf hat die Ampel mit der Konsolidierung begonnen. Aber neue Aufgaben kamen hinzu. Neue Aufgaben kamen hinzu, und deshalb haben wir einen Ergänzungshaushalt bekanntlich vorgelegt, weil Dinge nicht vorhersehbar waren. Ich nenne als ein Beispiel, Dennis Rohde ist darauf eingegangen, 1 Milliarde Euro Zuschuss, um die Liquidität der Ukraine zu erhalten, damit sie ihre Staatsfunktionen garantieren kann. Das zeigt, die Ampelkoalition nimmt internationale Verantwortung wahr. Ohne den Ergänzungshaushalt und ohne die klaren Entscheidungen des Haushaltsausschusses wäre nicht gesichert, dass die Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung verwirklichen kann. Und die Mehreinnahmen, die der Staat in diesem Jahr erzielt, Kollege Mittelberg, die gibt er zurück. Wir haben ein Entlastungspaket bzw. mehrere Entlastungspakete mit in der Summe über 30 Milliarden Euro geschnürt. Das, was uns an Mehreinnahmen zufließt, das geht an die Bürgerinnen und Bürger zurück, auch dadurch, indem wir den von der CDU-CSU für das Jahr 2022 beschlossenen Steuertarif rückwirkend zum 1. Januar mit Arbeitnehmerpauschbetrag und höherem Grundfreibetrag korrigieren. Das war Ihr Erbe. Dieser Steuertarif und der Grundfreibetrag. Es kommen neue Maßnahmen hinzu, zum Beispiel eine befristete Senkung der Energiesteuer. Am morgigen Tag gilt die. Sie wird nicht sofort wirksam sein aus technischen Gründen. Es ist kein Geheimnis, ich hätte ein anderes Modell vorgezogen. Ich hätte wie in Italien eine Beihilfe empfohlen, wo man direkte Vorgaben an die Mineralölgesellschaften machen kann. Das wäre mein Modell gewesen. Wir haben uns dann im politischen Diskurs entschieden für eine Steuersenkung. Diese Steuersenkung muss aber jetzt durchgesetzt werden. Das ist jetzt eine Aufgabe des Kartellamts. Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt. Denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften. War ja auch Ihr Modell, die Steuern zu senken. Sie wollten ja sogar noch die Mehrwertsteuer senken, was aus europäischen Rechtsgründen ohne weiteres nicht möglich gewesen wäre. Und ein letzter Punkt zu den Stellen. Wir reden ja hier über den Einzelplan 8. Das hat bisher ja noch niemand getan. Deshalb will ich es mal machen, weil sie auch Kritik von der CDU-CSU kam. Im Einzelplan 8 schaffe ich 1.000 oder schlage ich vor, und der Haushalt wird ja von Ihnen beschlossen, schlage ich vor, 1.400 zusätzliche Stellen zu schaffen für Zöllnerinnen und Zöllner. Das ist eine Investition. Ja. Ich komme zum Ende. Herr Mittelberg, wollen Sie das nicht? Will die CDU-CSU das nicht? 1.400 Zöllnerinnen und Zöllner. Das ist eine Investition in die Wettbewerbsfähigkeit eines Exportlandes, damit das schnell abgewickelt werden kann. Es ist zugleich aber auch eine Investition in die Bekämpfung von Finanzkriminalität, Geldwäsche und Schwarzarbeit. Wollen Sie das nicht? Wir wollen das. Wir wollen das.
Denn unser Ziel ist es, die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vor Mehrbelastungen zu schützen, indem wir die schwarzen Schafe dingfest machen und dafür sorgen, dass sie ihren fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, unter anderem zum in diesen Tagen viel diskutierten sogenannten Tankrabatt. Morgen beginnt die Stunde der Wahrheit. Wirklich mehr wissen wir dann wahrscheinlich in 3-4 Tagen. Hier geht's weiter mit Harald Weil aus der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, Damen und Herren und liebes Finanzpolitik-geplagtes Publikum allüberall. Ich frage mich, ob Bert Brecht nicht mit Blick auf den deutschen Finanzminister, auf die Europäische Union und auf die Zentralbank sein Zitat variieren würde. Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Und noch wahrere Profis gründen eine europäische Bank, Zentralbank. Und die ganz, ganz wahren Profis, die machen mehrheitlich einen Bundeshaushalt. Seit über einem Jahrzehnt kann man das Untersuchungsprojekt, Titel ist nicht von mir, Deutschland, Zahlmeister der EU, von Professor Emeritus Franz Ulrich Willecker, Uni Heidelberg, fortschreiben. Mit diesen sowie eigenen Recherchen kann man folgende Feststellungen treffen. Erstens, es kann wohl nicht bezweifelt werden, dass eine laufende Umverteilung zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten ein wesentliches Merkmal der EU ist. Die EU samt Vorläufern stellt somit schon lange eine Transferunion dar. Zweitens, die Europäische Kommission hat erstmalig, so viel Zeit hatte man, 2006 rückwirkend für die Jahre ab 76 Daten zu den Einnahmen und Ausgaben der EU veröffentlicht. Die erlauben es erstmals, Aussagen über die Nettobeiträge und Nettoleistungen zu machen. Und man kann konstatieren, schon in den 15 Jahren vor der Wiedervereinigung zahlte Deutschland 60% aller Nettoleistungen. Drittens, in den ersten 20 Jahren der Wiedervereinigung 1991 bis 2011 zahlte Deutschland fast 250 Milliarden als Gesamtbelastung des Haushalts an die EU. Vorletztes Jahr lagen wir bei ca. 20 Milliarden netto und jetzt geht es sogar mit 30 Milliarden weiter jährlich. Weitere EU-Eigenmittel, Zölle, Zuckerabgaben kommen hinzu und weitere werden erfunden. Ich zitiere eine zusätzliche Quelle. Deutschland zahlte auch innerhalb der Nettozahler 61 Milliarden mehr, als ein angemessener Nettobeitrag gewesen wäre. Deutschland wurde regelrecht ausgeplündert, so der Wissenschaftler Willecke, Zitat Ende. Eben war noch die Rede von 60 Milliarden, die fehlten. Die sind also schon längst woanders hingegangen. Unterm Strich gilt, Deutschlands Gesamtbeitrag zu der EU beträgt zwischen 40% und 50%. Und das vor dem Hintergrund, dass der deutsche Anteil am EU-Sozialprodukt des Brüsseler EU-Europas niemals mehr als ein Viertel von dessen Sozialprodukt und Bevölkerung ausgemacht hat. Ich komme zum Schluss. Die jährlich zig Milliardenzahlungen aus dem Bundeshaushalt wachsen seit dem Britenabgang sprungartig an. Und all die zusätzlichen Fonds und Haftungsrisiken, die quasi Gratiskredite ohne Sicherheiten, haben die Billionengrenze längst überschritten. Sie stellen immer mehr eine bloße Wechselreiterei und Konkursverschleppung dar. Die Gegenleistung dafür erinnert bestenfalls an eine leistungsschwache, wenn nicht gar betrügerische Versicherungsgesellschaft, deren Prämien ständig steigen und wo der immer teurer bezahlte Versicherungsfall oder Leistungsfall stets weggeleugnet oder umgangen wird. Siehe effektive Außengrenzsicherung sowie Vertragstreue und Rechtssicherheit und bürgerliche Freiheitsrechte mit und ohne Corona. Es ist insbesondere für Deutschland eher ein einziges Angebot zur Ausbeutung statt Wohlstandsmehrung. Bereiten wir dem am Ende konstruktiv, rät Willecke, 0,2% des Bruttonationaleinkommens reichen, auf Deutsch übersetzt und hier und jetzt die Hälfte der Überweisungen reicht aus und es können sogar noch die gleichen Nettoleistungen an die Nettoempfänger ausgezahlt werden. Halbieren Sie diese Kosten, dann haben wir 20 Milliarden zusätzlich zur Verfügung. Dankeschön. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Thorsten Rudolph. Sehr
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe KollegInnen! Prognosen sind schwierig, sagt ein Bonmot, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt in normalen Zeiten. Aber die Zeiten sind nicht normal. Wie schlimm wird die nächste Corona-Welle? Wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter? Wie mit den Lockdowns in China und den Schiffen vor Shanghai? Was heißt das alles für die Lieferketten und die Versorgung der Welt mit Lebensmitteln und Rohstoffen? Wie geht es mit der Inflation weiter? Und so weiter und so fort. Sicher ist aktuell nur, dass nichts sicher ist. Deshalb war es der Ampelkoalition so wichtig, mit diesem Haushalt 2022 Stabilität zu gewährleisten und Gestaltungsspielraum zu bewahren. Mit weiterhin umfassenden Corona-Hilfen, mit den beiden Entlastungspaketen für die BürgerInnen in Höhe von insgesamt 30 Milliarden Euro, mit Rekordinvestitionen in Klimawende, Digitalisierung, Bildung, Verkehr und sozialen Wohnungsbau. Sven-Christian Kindler hat es eben ausgeführt. Und natürlich mit zusätzlicher finanzieller Hilfe für die Ukraine, mit Unterstützung für die Geflüchteten, mit mehr humanitärer Hilfe und mit Mitteln für unsere am stärksten vom Krieg betroffenen Unternehmen. Allein diese zusätzlichen Mittel wegen des Krieges schlagen mit knapp 40 Milliarden Euro zu Buche. Ansonsten aber entspricht die Verschuldung mit 99,7 Milliarden Euro dem, was schon die Große Koalition im ersten Regierungsentwurf vorgesehen hatte. Nicht schön, aber eben das Ergebnis der außergewöhnlichen Notsituation im Sinne von Artikel 115 Grundgesetz, in der wir uns eben befinden und die dieses Hohe Haus zu Recht festgestellt hat. Und gerade weil dieser Haushalt Maß und Mitte hält, ist es ein kluger Haushalt, meine Damen und Herren, der auf die Herausforderungen reagiert, aber eben zugleich Spielräume lässt. Dieser Haushalt, meine Damen und Herren, ist finanziell verantwortungsvoll und stocksolide. CDU und CSU und ihren Vertretern ist das nicht genug, habe ich gelesen, fordern massive Mehrausgaben, wollen die Mehrwertsteuer senken, auf Strom, Gas und Fernwärme, die Netzentgelte senken, die kalte Progression ausgleichen, garantierte Zinsen bei der Altersvorsorge zahlen, die Grenzwerte beim Arbeitnehmersparbetrag, bei der Arbeitnehmersparzulage verdoppeln, den Sparerpauschbetrag verdoppeln, den erstmaligen Erwerb selbstgenutzter Immobilien fördern, eine Sonderabschreibung für energieeffiziente Wohngebäude einführen, den Verteidigungshaushalt kontinuierlich aufwachsen lassen und nicht zu vergessen natürlich den Solidaritätszuschlag für die oberen 10% abschaffen. Allein diese letzte Maßnahme kostet 11 Milliarden Euro und das Jahr für Jahr. Ich bin beeindruckt, Herr Kollege Mittelberg, wie Sie auf der Ausgabenseite arbeiten. Alles in allem, meine Damen und Herren, wird das eine regelrechte Schuldenorgie, was Sie vorschlagen. Und liebe Kolleginnen, das sind nur die Ausgabenwünsche der letzten 2-3 Monate, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe einfach schnell wieder aufgehört zu recherchieren, weil ich Angst hatte, meine ganze Redezeit für Zusatzaufgaben der Union auf drauf geht. Das Beste daran ist aber, die Union beklagt zugleich ständig, dass die Ampel angeblich Rekordschulden mache. Also die Schulden, die die CDU-CSU selbst in der Großen Koalition beschlossen hat und die knapp 40 Milliarden zusätzlich für die Ukraine, die im Großen und Ganzen unstrittig sind. Ich muss sagen, ich habe schon einen gewissen Respekt vor so viel Unzerfrorenheit. CDU-CSU greifen verbal ungeniert in den Staatssäckel und rufen dabei zugleich, haltet den Dieb. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will nicht unterschlagen, dass die Union auch einmal Beträge sparen will. Beispielsweise die 2,5 Milliarden Euro für das 9-Euro-Ticket. 750 Millionen bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft. 50 Millionen bei der Querschnittsaufgabe Energieeffizienz. Und natürlich die 60 Milliarden Euro für den Energie- und Klimafonds. Sven-Christian Kindler hat alles dazu gesagt. Alle diese Vorschläge zusammen ergeben ein präzises Bild, welche Politik die Union will. Entlastungen für Wohlhabende, weniger Geld für die Verkehrswende, viel weniger Geld für die Klimawende, dafür aber, wie ich lese, gerne Atomkraft und Fracking. Viele erkennen hier schon deutlich die Handschrift von Friedrich Merz. Fest steht jedenfalls, Kolleginnen und Kollegen, das ist Politik für die 80er Jahre und nicht für die 2020er Jahre. Damen und Herren, die Ampel macht Politik für die 2020er Jahre, zum Glück. Auch wenn die Bedingungen zurzeit alles andere als einfach sind. Sie haben wahrscheinlich gestern auch alle gelesen, dass eine IFO-Studie noch in diesem Jahr einen Preisanstieg bei den Lebensmitteln um weitere 10% erwartet. Und wir wissen alle, dass steigende Lebensmittelpreise und Energiepreise gerade Menschen mit geringem Einkommen besonders hart treffen. Lassen Sie es mich daher hier von diesem Pult aus ganz deutlich sagen, wir lassen niemanden im Stich.
Wir beobachten die Lage sehr genau und werden gegebenenfalls reagieren und weitere Entlastungen beschließen. Diese Koalition hat gezeigt, dass sie auch kurzfristig handlungsfähig ist. Meine Damen und Herren, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht mit Krieg, Pandemie und Inflation. Eines wissen wir aber jetzt schon. Wir wissen, dass die Energiepreise dauerhaft hoch bleiben werden. Die Zeiten billigen Gases aus Russland sind vorbei. Die Energiewende kommt mit einem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und einer konsequenten CO2-Bepreisung. Und wir wissen auch, und zwar jetzt schon, dass die Energiewende nur dann ein Erfolg wird, wenn sie kein Elitenprojekt bleibt. Und deshalb finde ich den Vorschlag von Hubertus Heil, ein sozial gestaffeltes Klimageld einzuführen, auch so gut und so wichtig. Wir brauchen eine dauerhafte und gezielte Entlastung bei den Energiepreisen für alle mit geringen und mittleren Einkommen. Diejenigen, die es am nötigsten brauchen, sollen am meisten bekommen. Die es nicht ganz so nötig haben, bekommen etwas, und die viel verdienen, bekommen nichts. Genau umgekehrt verhält es sich übrigens, wenn wir stattdessen die Einkommenssteuer senken. Denn die Geringverdiener zahlen keine Einkommenssteuer und bekommen dann nichts. Die wenig verdienen, bekommen etwas, und die Vielverdiener bekommen am meisten. Deshalb, Kolleginnen und Kollegen, bin ich froh, dass das Klimageld im Koalitionsvertrag steht, Steuersenkungen aber nicht. Meine Damen und Herren, wir haben in Frankreich gesehen, wo Marine Le Pen die Lebenshaltungskosten gezielt instrumentalisiert hat, wohin das führt. Und das sollte auch uns in Deutschland klar sein. Eine Klimawende ohne sozialen Ausgleich wird es nicht geben. Die Klimawende ist keine Aufgabe für eine oder zwei Legislaturperioden. Und wer dauerhaft eine politische Mehrheit für eine wirkliche Klimawende will, wer die Gesellschaft zusammenhalten will bei der großen Transformation, der muss die Menschen mitnehmen. Das ist die Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen. Ich verspreche Ihnen, die SPD-Fraktion wird alles dafür tun, diese Aufgabe zu erfüllen. Herzlichen Dank. Thorsten Rudolph für die SPD-Fraktion in dieser Debatte des Deutschen Bundestages, die die Haushaltswoche eröffnet. Es geht im Großen und Ganzen um die Finanzpolitik im Allgemeinen, aber ganz nebenbei in Anführungszeichen auch um den Etat des Bundesfinanzministers. Nächster Redner ist Christian Görke aus der Linksfraktion, wo er finanzpolitischer Sprecher ist. Und er war von 14 bis 19 Finanzminister in Brandenburg. Der Haushalt der Koalition ist eine einzige Fingerhakelei. Und er ist auch unehrlich. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, 40 Milliarden Euro Ergänzungshaushalt, alles an der Schuldenbremse vorbeigetrickst. Und wenn Sie schon, meine Damen und Herren von der Koalition und der CDU, an das Grundgesetz gehen, um Ihren Aufrüstungswahn abzusichern, dann haben Sie den Mut, diese Schuldenbremse zu reformieren, und zwar mit einer goldenen Regel, dass auch in Zukunft noch Investitionen in Klimaschutz und vor allen Dingen auch in die Verkehrswende enkelgerecht realisiert werden können. Und sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, interessant war ja eben Ihre These, dass die Rückkehr zur Schuldenbremse und eine neue Sparpolitik die Inflation senken wird. Dabei ist die Sparpolitik der Vergangenheit eine Ursache für diese Inflation, dass wir so abhängig sind von diesen Energieimporten, dass wir bei den Erneuerbaren und auch bei der Verkehrswende längst nicht da sind, wo wir sein müssen. Und außerdem, Herr Finanzminister, reden Sie ja mal von Wachstum. Wo soll er denn herkommen? Soll er vom Himmel fallen, wenn Sie nächstes Jahr die Schuldenbremse einführen? Ziehen Sie die Handbremse an dieser Konjunktur. Und die Logik ist ganz einfach. Wenn Sie ab 2023 132 Milliarden Euro weniger ausgeben, dann heißt das 132 Milliarden weniger für Investitionen. Dann heißt das 132 Milliarden Einnahmen weniger in den Wirtschaftskreislauf. Und zuzüglich die Abrissbirne an den Sozialstaat, sofern Sie nicht endlich umsteuern und vor allen Dingen diese exorbitanten und bizarren Reichtümer einiger weniger in Deutschland endlich enkelgerecht besteuern. Und meine Damen und Herren, unsere Vorschläge für eine Vermögensabgabe zur Verbesserung der Einnahmen im Bundeshaushalt liegen auf dem Tisch. Die Gewerkschaften begrüßen das. Und deshalb, meine Damen und Herren von SPD und auch Grüne, machen Sie sich endlich ehrlich und steuern Sie im wahrsten Sinne des Wortes um. Und lassen Sie sich nicht weiter von diesem Finanzminister mit dem Nasenring durch die steuerpolitische Manege ziehen hier. Und sehr geehrter Herr Kindler, Sie haben zu Recht gesagt, man muss sich auch mal korrigieren.
Deshalb noch einmal ein dringender Appell an die Ampel. Korrigieren Sie Ihre unsägliche Entscheidung zur Energiepauschale. Denn es ist unakzeptabel, dass sogar jetzt der Kanzler und die Mitglieder dieser Bundesregierung diese Pauschale bekommen und die Rentnerinnen und Rentner und die Studenten, wie bekannt, leer ausgeben. Korrigieren Sie das. Vielen Dank. Christian Görke für die Linksfraktion und ihm wird jetzt folgen Christian. Der nächste Redner ist nämlich Andreas Audretsch für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wo er seit kurzem auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. In der Nachfolge von Lisa Paus, die ja jetzt Ministerin ist. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Als wir unseren Koalitionsvertrag mit der Überschrift Mehr Fortschritt wagen überschrieben haben, da wussten wir, dass wir für Fortschritt investieren müssen. Und genau das tun wir jetzt mit diesem Haushalt 2022. Wir starten eine Investitionsoffensive, zum Beispiel mit den 60 Milliarden zusätzlich im Klima- und Transformationsfonds. Auch die humanitäre Hilfe liegt mit 2,7 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Und für den sozialen Frieden in Deutschland bringen wir angesichts von 7,9% fossiler Inflation mehr als 40 Milliarden Euro in den Entlastungspaketen auf. Das ist gut und das ist richtig investiertes Geld. Jeder Euro, den wir heute in den Ausbau erneuerbarer Energien stecken, der wird uns frei machen und der wird uns unabhängig machen von Diktatoren wie Wladimir Putin, die mit der Preistreiberei Politik machen. Und wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Im Moment nutzt Putin Korn und Getreide als Waffe. Er wird im Herbst auch Gas als Waffe nutzen. Und deswegen müssen wir auch an der Stelle investieren, um wegzukommen von den fossilen Industrien. Wir müssen jeden Euro in Klimaschutz investieren, weil wir damit Katastrophen wie im Ahrtal verhindern. Milliarden über Milliarden kostet das jetzt aufzuräumen. Wenn wir investieren, dann haben wir die andere Logik. Nicht Klimaschutz zu betreiben ist das Teuerste, was wir tun können. Das dürfen wir künftigen Generationen nicht aufbürden. Deswegen müssen wir jetzt investieren. Und die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, die sind gut für die Verteidigungsfähigkeit. Deswegen werde ich am Freitag zustimmen. Aber sie sind angesichts der Klimakatastrophe und angesichts der sozialen Fragen keine ausreichende Antwort auf die größte der Herausforderungen, die wir in diesem Land haben. Das sehen übrigens nicht nur wir so, das sieht auch die Europäische Kommission so. Deswegen hat sie beschlossen, auch 2023 die Schuldenregeln noch einmal ausgesetzt zu lassen, weil es um Verantwortung geht in einer Krisensituation, weil es um Verantwortung geht, die größer ist als die Schuldenbremse, weil es um Verantwortung geht, die größer ist als die Ideologie einer schwarzen Null, eine Verantwortung, der wir uns auch hier in Deutschland stellen werden. Und das gilt auch für die Steuerpolitik. Lassen Sie uns darüber reden, Herr Lindner, dass wir kleine und mittlere Einkommen in der Einkommenssteuer entlasten. Das können wir gerne machen. Aber völlig klar ist doch dabei auch, dass wir gleichzeitig auch darüber reden müssen, den Spitzensteuersatz dann anzuheben. Nur das macht Sinn. Nur dann können wir gemeinsam über eine Reform an der Stelle reden. Mehr investieren, gleichzeitig Mindereinnahmen in Kauf zu nehmen und gleichzeitig keine Schulden zu machen, das zusammen funktioniert nicht. Das passt nicht zusammen, schon rechnerisch nicht. Deswegen ist es Aufgabe für den Haushalt 2023 und die Beratungen, das stimmig zu machen. Genau das ist Aufgabe der Verhandlungen 23. Und dieser Verantwortung werden wir uns als Ampel angesichts der großen Krisen und Herausforderungen dieser Zeit stellen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Carsten Brodesser. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In diesem Monat veröffentlichte das Bundesfinanzministerium ein bemerkenswertes Strategiepapier unter dem Titel Finanzpolitik in der Zeitenwende, Wachstum stärken und inflationäre Impulse vermeiden. Dort heißt es unter anderem, es brauche eine Finanzpolitik, die effizient und vorausschauend agiert. Effizient bedeutet, nach Ihrer Auffassung, Ausgaben fortlaufend zu priorisieren und zu evaluieren. Sie, Herr Lindner, fordern ferner finanzpolitische Verlässlichkeit und die schnelle Wiedereinführung der Schuldenbremse.
Und Sie wollen öffentliche Investitionen gegenüber zusätzlichen Sozialausgaben priorisieren. Das alles sind beeindruckende Aussagen, die auch aus der Feder von Ludwig Erhard stammen könnten. Doch die von Ihnen benannten Ansprüche entsprechen leider nicht der finanzpolitischen Realität. Ihre Bekenntnisse zur Wiedereinführung der Schuldenbremse suggerieren, der Bundeshaushalt sei ein Hort der Stabilität. Doch das Gegenteil ist der Fall. Noch nie in der Geschichte unseres Landes war die Bundesrepublik so hoch verschuldet wie heute. Und Sie wollen diese Schulden noch mal um 139 Milliarden Euro erhöhen. Wer im Sinne von Prioritätensetzungen nach Einsparungen sucht, sucht leider vergebens. Anstatt den Beamtenapparat des gesamten Bundes abzuspecken, schaffen Sie 9.600 zusätzliche Stellen. Ihre Ausgabenplanung beläuft sich mittlerweile auf sage und schreibe 496 Milliarden Euro. Jeden vierten ausgegebenen Euro finanzieren Sie durch neue Schulden. Die gesamtwirtschaftliche Verschuldung, die gesamtstaatliche Verschuldung steigt damit auf 2,4 Billionen Euro. Das sind 29.000 Euro pro Bundesbürger, vom Kind bis zur Rentnerin. Pro Sekunde erhöht sich der Schuldenstand um weitere 4.900 Euro. Herr Lindner, Sie bekennen sich zur schnellen Wiedereinführung der Schuldenbremse. Das ist gut. Aber in Wahrheit war bereits Ihr Nachtragshaushalt 2021 der Anfang vom Ende der Schuldenbremse. In den Jahren 2020 bis 2022 wird allein der Bund 485 Milliarden neue Schulden gemacht haben. Den dazu ursprünglich ab 2023 beginnenden Tilgungsplan haben Sie kurzerhand auf 2028 verschoben. Sie tilgen auch nicht mehr innerhalb von 20 Jahren, wie es ursprünglich beschlossen wurde, sondern Sie strecken die Rückzahlung auf 30 Jahre und schieben das bis auf das Jahr 2058 hinaus. Gegenüber unseren Kindern und Enkeln ist eine solche Finanzpolitik weder nachhaltig noch sozial. Denn nicht unsere Generation wird diese Schulden zurückzahlen, sondern die kommende Generation wird die Hauptlasten tragen müssen. Herr Finanzminister, die politischen und finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten zukünftiger Generationen schwinden damit immer weiter, wenn Sie nicht schleunigst eine Schubumkehr einleiten. Umso bemerkenswerter ist es, dass Sie in Ihrem Papier selbst zu der Erkenntnis kommen, dass man in ökonomisch unsicheren Zeiten keine sozialpolitischen Leistungen erhöhen sollte. Aber genau das bereiten Sie gerade vor. Sie entwickeln ein Bürgergeld, das den Bundeshaushalt nochmal Milliarden kosten wird. Und auf dem Weg dorthin schaffen Sie mal eben sämtliche Sanktionen ab, die bisher zu Leistungskürzungen aufgrund der Verletzung von Mitwirkungspflichten führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Sozialleistungen bezieht, für den gibt es auch die Verpflichtung zur Mitwirkung. Diese ist unverzichtbar, denn Solidarität ist keine Einbahnstraße und der Sozialstaat wird von den Menschen getragen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Sie, Herr Lindner, wollen den Prinzipien der Haushaltswahrheit und Haushaltstransparenz wieder stärkere Geltung verschaffen. Das unterstützen wir ausdrücklich. Gleichzeitig erkennen Sie, dass der demografische Wandel die Sozialversicherungssysteme zunehmend unter Druck setzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Steuerzuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung erreicht in diesem Jahr bereits einen Wert von über 100 Milliarden Euro. Die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung benötigen ebenfalls Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Sie, Herr Lindner, erkennen selbst, dass das demografische Risiko den Handlungsspielraum des Bundeshaushalts weiter einschränken wird. Aber die implizite Deckung der Verbindlichkeiten der Sozialversicherung ist eine schwebende Schuld in unserem Haushalt, die jetzt angegangen werden muss. Anstatt zügig über notwendige Reformen zu entscheiden, planen Sie den Einstieg in eine kapitalgedeckte Säule zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung. Gut. 10 Milliarden Euro sollten dafür im aktuellen Haushalt eigentlich bereitgestellt werden. Bei einer angenommenen Verzinsung von beispielsweise 6% würde dieser Fonds also 600 Millionen Euro per anno erwirtschaften. Viel Geld, glaubt man. Aber das entspräche lediglich 0,2% der Beitragseinnahmen des letzten Jahres. Eine begrüßungswerte, aber leider nur homöopathische Entlastung und weit entfernt von einem notwendigen Reformpaket. Doch selbst dieses Minimalvorhaben sucht man Ihrem aktuellen Haushalt leider vergebens. Sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, auch die Finanzpolitik ist in einer Zeitenwende. Deswegen brauchen wir jetzt geeignete und mutige Entscheidungen mit entsprechender Größe. Wenn Sie als Ampelkoalition Wachstum stärken, inflationäre Impulse vermeiden und die Sozialversicherungssysteme stabilisieren wollen, dann müssen Sie Ihre selbst formulierten Ansprüche auch den Realitäten entsprechen. Vielen Dank.
Carsten Brotesser für die Unionsfraktion, die ja der Meinung ist, dass es so viele Schulden nicht gebräucht hätte für oder viele neue Schulden für diesen Bundeshaushalt, wenn man beispielsweise auf die eine oder andere Rücklage verzichtet bzw. sie aufgelöst hätte. Otto Fricke ist der nächste Redner, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. In diesen 3 Minuten kurz festzuhalten, was diese Koalitionsgespräche im Thema Haushalt und die Verhandlungen im Haushaltsausschuss ausgemacht haben, ist eigentlich fast unmöglich. Dennoch will ich mal eine Sache für diese Koalition voranstellen. Ein Haushalt ist nichts anderes als der Inbegriff des Kompromisses, den eine Koalition treffen muss. Da findet sich jeder, aber jeder auch nicht. Und ich möchte mich ausdrücklich bei den beiden Koalitionspartnern bedanken mit ihren Arbeitsgruppen, dass wir diesen Haushalt so hinbekommen haben, wie wir ihn in diesen schwierigen Zeiten auch hinbekommen mussten. Meine Damen und Herren, wir haben dabei auch die Parlamentsrechte gestärkt. Ich komme gleich noch dazu, zu der Frage der Anträge. Aber wir haben auch dafür gesorgt, was viele nicht mitbekommen haben, dass wir selbst bei der Frage des Beschaffungswesens schon eine erste gesetzliche Regelung vorgenommen haben, die dafür sorgt, dass der Haushaltsausschuss und damit das Parlament bei der Frage der Beschaffung im Militärwesen zukünftig eine explizit starke Rolle spielen wird. Wir werden das wahrscheinlich am Freitag noch einmal verstärken. Dafür großer Dank, denn es ist am Ende wichtig, dass beim Thema Haushalt klar ist, dass die Bundesregierung nur das machen kann, was das Parlament als erste Gewalt ihr auch sagt, dass es zu tun hat, beziehungsweise dass sie es tun kann. Das wiederum, meine Damen und Herren, habe ich so das Gefühl, ist etwas, was in den nächsten Jahren auf uns noch an weiterer Arbeit zukommen wird. Denn wir müssen erkennen, wir können nicht einfach immer nur Leistungsgesetze ausbauen. Wir müssen auch immer noch in der Gesamtwürdigung sehen, dass diese Leistungsgesetze an die jeweiligen Realitäten sich anpassen. Das heißt dann nicht, weil ein FDPler das sagt, es geht um Kürzungen, sondern das heißt dann genau, dass man gucken muss, wo es notwendig ist. Es ist angesprochen worden und ich sage das auch jetzt schon in Richtung CDU/CSU. Wir haben eine Sozialleistung ausdrücklich gestärkt, die Künstlersozialkasse. Und zwar deswegen, weil wir erkannt haben, dass wir hier den Schwächsten helfen müssen und dass hier andere Voraussetzungen in der Krise, in der Corona-Krise galten, als sie vorher waren. Abgelehnt worden ist diese Erhöhung von einer Fraktion, von der CDU/CSU. Das ist das, wo ich dann immer sage, da zeigt sich, wie diese Ampel wirkt. Man macht Kompromisse, man stärkt den sozialen Bereich, aber man weiß auch, wo die Grenzen sind. Und Herr Mittelberg, der Minister hat das schon zu den Stellen im Zoll gesagt, die Sie nicht haben wollen. Es ist schon gesagt worden zu den Stellen beim Bundeskriminalamt, die Sie nicht haben wollen. Jetzt gehe ich noch mal in die von Ihnen angeblich so hohen B-Stellen hin. Da ist so ein Krieg in der Ukraine. Da sind Kriegsverbrecher. Die wollen wir verfolgen mit Generalbundesanwalt, mit Bundesgerichtshof. Das sind B-Stellen. Wollen Sie die nicht? Oder sagen Sie, nein, das sind Stellen, die aufgrund der gegenwärtigen Situation notwendig sind. Und wir als CDU haben uns geirrt, dass wir bei diesen Stellen nicht mitgemacht haben. Das wäre sehr, sehr gut, wenn Sie das an der Stelle tun würden. So. Und meine Damen und Herren, ich will zum Schluss noch etwas sagen, weil es einfach auch mich ärgert bei der CDU/CSU. Man könnte jetzt Rainer Schächte sagen, viel Lärm um nichts, aber ich will Ihnen das deutlich sagen. Zum ersten Mal seit 16 Jahren ist es so, dass es der Opposition nicht gelungen ist, mehr Änderungen am Haushalt durch Anträge vorzunehmen als der Koalition. Sie haben es als CDU noch nicht einmal geschafft, halb so viele Anträge zu stellen, wie wir es als FDP noch in der letzten Legislatur jedes Jahr getan haben. Und um es zum Schluss zu sagen, und der Rest ist dann nach Shakespeare schweigen, es war der CDU/CSU nicht möglich, selbst einem Konzept wirkungsorientierter Haushaltsführung beim BMF zuzustimmen. Das wollen Sie nicht. Überlegen Sie sich, ob Sie es beim nächsten Mal besser machen. Jedenfalls müssen Sie es besser machen als in dieser Legislatur. Otto Fricke war das, der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und wenn Sie hier die ganze Debatte über den gesamten Zeitraum verfolgt haben, dann fällt auf, dass es insbesondere FDP- und Unionsredner sind, die sich hier aneinander reiben, was den Haushalt angeht und was nicht stattgefunden hat aus Sicht der Unionsfraktion. Michael Schrodi ist der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Ganz gute Zahlen zuletzt geliefert, 44 Milliarden prognostizierte Mehreinnahmen, höhere Steuereinnahmen im Vergleich zur letzten Steuerschätzung November 2021. Und man muss das schon mal auch deutlich sagen, ich glaube, das ist bei aller harten Debatte im Detail schon ein Ergebnis einer richtigen Krisenpolitik der letzten Jahre gewesen, mit Wirtschaftshilfen, Corona-Steuerhilfegesetzen, Kurzarbeitergeld, Direktzahlungen. Die Firmenpleiten sind ausgeblieben, der Arbeitsmarkt ist robust, gerade die neuen Zahlen, dass die Arbeitslosigkeit auch im Mai wieder gesunken ist. Und Grundlage waren dafür und sind dafür die massiven Hilfsprogramme, Investitionen, die 2021 auch die Union begrüßt hat, die auch an vielen Stellen
die Unterstützung hier im gesamten Parlament gefunden haben. Und ich glaube, es ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass der Weg, der damals richtig war, auch heute weiterhin richtig ist. Und auf diesen Weg begeben wir uns auch mit diesem Haushalt 2022. So schön die Zahlen sind, muss man auch sagen, sie sind natürlich höchst volatil, unsicher. Wir wissen nicht, wie es mit Krieg und Pandemie, mit der importierten Inflation, mit hohen Energiepreisen und Lieferkettenstörungen weitergeht, wie sich Wirtschaft entwickelt, wie die Steuereinnahmen sich dann auch entwickeln. Eines aber gilt in dieser Krise weiterhin und dieser Herausforderungen weiterhin, was auch Olaf Scholz gesagt hat, wir lassen niemanden alleine, nicht die Bürgerinnen und Bürger und auch nicht die Unternehmen in dieser Krise. Das heißt, der finanzpolitische Dreiklang unserer Ampelkoalition heißt, sozialen Zusammenhalt stärken, Zukunftsinvestitionen weiterhin anpacken und für eine solide Finanzierung sorgen. Und dieser Haushalt bündelt all das genau. Und deswegen ist er auch so zu unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf mal zitieren aus der Debatte zum Haushalt 2021. Da hat die Union, der Fraktionsvorsitzende damals Ralf Brinkhaus, die Überschrift gewählt, mit Mut die Krise überwinden und gesagt, auch neue Schulden müssen aufgenommen werden, um die Folgen der Krise abzufedern und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Damals war es 240 Milliarden, wir haben jetzt 100 Milliarden Euro weniger, aber was richtig damals war, ist es jetzt auch. Der Haushalt 2022 tut genau das, auch richtig zu investieren. Übrigens auch, und das verwundert mich, Otto Frick hat es gesagt, der Finanzminister hat es gesagt. Wie kommt es bitte schön zu dieser massiven Kritik an einem Stellenaufbau beim Zoll, bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, bei der Bekämpfung der Geldwäsche, der Kriminalität? Das von der Union ist nicht nachvollziehbar. Und das Zweite ist, Herr Osner, da würde ich aus Sicht eines CSUlers und aus Bayern kommend wirklich ganz ruhig sein. Die Stellen bei der Steuerfahndung und bei der Betriebsprüfung, da ist gerade Bayern ganz weit hinten dran. Das ist nicht nur ungerecht, sie verzichten auf Steuereinnahmen zu Ungunsten der bayerischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, Bürgerinnen und Bürger. Herr Schrodi, ist Bayern tatsächlich Herr Schrodi, ganz weit hinten dran. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der CDU-Fraktion von Herrn Middelberg. Schrodi, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie meinem Beitrag sorgfältig zugehört haben, habe ich den Stellenaufbau, den zusätzlichen von 6.000 Stellen netto, nicht pauschal kritisiert. Ich habe das angesprochen und habe gesagt, über die Dinge kann man im Einzelnen reden. Trotzdem ist es insgesamt ein bemerkenswerter Aufbau und den muss man in Frage stellen. Meine Frage an Sie, ist es denn richtig, und das habe ich auch angesprochen, dass Sie bei der Einstellung zusätzlicher Spitzenbeamten in den Ministerien, nicht in irgendwelchen Gerichten, irgendwelche B-besoldeten Richter, sondern in den Ministerien mit 324 Stellen den Rekord jetzt setzen? Und ist es richtig, dass Sie mit 37 parlamentarischen Staatssekretären, hochbezahlte Regierungsbeamte, jetzt auch einen Rekordwert setzen? Ist das richtig und können Sie mir das bestätigen? Herr Middelberg, zunächst einmal ist es ja schön, wenn Sie hier in Ihrer Rede, haben Sie das nicht getan, differenzieren. Und wenn Sie hoffentlich dann deutlich machen, dass es richtig ist, dass wir in dem Bereich, in dem einiges getan werden muss, nämlich bei dem Bereich Steuerbekämpfung, Betrugsbekämpfung, dass wir den Zoll stärken, dass wir hier für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, übrigens etwas, was im Koalitionsvertrag explizit festgehalten ist, dass wir hier etwas tun wollen, beispielsweise auch beim Thema des Umsatzsteuerbetruges, dass wir hier einen Stellenaufbau haben, der richtig und notwendig ist, zum einen. Und zum Zweiten, wir haben in dieser Koalition eine Fortschrittskoalition auf den Weg gebracht, die deutlich macht, wir wollen große Aufgaben angehen. Und die Ministerien und alles, was dazu notwendig ist, muss ordentlich auch ausgestattet sein. Dazu gehört auch eine personelle Ausstattung, die mit diesem Haushalt auch gewährleistet ist. Insofern ist das richtig, dass wir in diesen Zeiten gut ausgestattete Ministerien haben, die die großen Aufgaben, die Zukunftsaufgaben angehen können. Und deswegen sind die Investitionen auch in das Personal hier richtig, Herr Middelberg.
Übrigens, der Haushalt tut auch das, was wichtig ist beim Thema Investitionen. 51 Milliarden Euro im Haushalt sind auch an zusätzlichen Investitionen enthalten. Denn nur wer heute investiert in Bildung, in Weiterbildung, nur wer in die Bahn, wer in den Wohnungsbau, wer in die erneuerbaren Energien investiert, der schafft die Voraussetzung dafür, dass wir auch in Zukunft zukunftsfähige Unternehmen haben, die Arbeitsplätze der Zukunft haben und damit auch die Steuereinnahmen von morgen entsprechend haben. Auch das ist eben ein wichtiger Beitrag für solide Finanzen der Zukunft. Wenn wir heute investieren, zahlt sich das auch in Zukunft aus. Und gleichzeitig stemmen wir mit dem Haushalt auch inflationsbedingte Mehrausgaben. Gerade die Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sind am härtesten betroffen von den Preissteigerungen. Wir haben mit den Entlastungspaketen 1 und 2, wir haben mit dem vierten Corona-Steuerhilfegesetz von den 44 Milliarden Mehreinnahmen, die oft zitiert werden, das sind allein schon 42 Milliarden Euro, die wir da an Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen zurückgeben und sie gezielt gerade für kleinere, mittlere Einkommen zur Verfügung stellen, damit wir die hohen Kosten auch abdämpfen für die, die es am härtesten trifft. Und das ist gut investiertes Geld in den sozialen Zusammenhalt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das werden wir weiterhin tun. Wir beobachten die Situation und die Entwicklung weiter. Wir werden schauen, ob wir da weitere Hilfen auch auf den Weg bringen müssen. Eins bleibt aber klar, auch in Zukunft der Dreiklang, der heißt sozialer Zusammenhalt, Investitionen möglich machen und darauf solide Finanzen auch schaffen. Und mit diesem Dreiklang werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten gehen. Vielen Dank. Michael Schrodi für die SPD-Fraktion. Und jetzt hat es auch mal zwischen SPD und Union gekracht. Konnte ja nicht ausbleiben bei diesem Thema. Wir sind in der allgemeinen Finanzdebatte. Es wird auch diskutiert über den Etat des Bundesfinanzministers und des Bundesrechnungshofs. Aber im Grunde geht es schon um die Ausrichtung der Finanz- und Haushaltspolitik. Insgesamt Sebastian Schäfer für Bündnis 90 Die Grünen ist am Pult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, unser Land wurde und wird durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine extrem herausgefordert. Energiepreise steigen und die Probleme bei den Lieferketten haben sich noch einmal verschärft. Wir sind gesamtwirtschaftlich leider immer noch nicht auf Vorkrisenniveau angelangt und die Wachstumsprognosen für 2022 wurden teils deutlich nach unten korrigiert. Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag beläuft sich der BIP-Verlust durch die Corona-Krise bis Ende dieses Jahres auf ca. 545 Milliarden Euro. Und das rechnet die wirtschaftlichen Folgen des brutalen Angriffskrieges nicht mit ein. Dieser BIP-Verlust entspricht dem Volumen von 1,5 Bundeshaushalten vor der Krise. Und die wirtschaftlichen Perspektiven bleiben schwierig. Dementsprechend müssen wir weiter auf Sicht fahren und sollten keine Maßnahme vorschnell ausschließen. Im Gegensatz zum letzten Jahrzehnt erleben wir zudem, dass durch steigende Zinsen die Spielräume im Bundeshaushalt kleiner werden. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf gelingt es der Fortschrittskoalition, einen Politikwechsel einzuleiten. Wir stabilisieren die Investitionen auf dem Rekordniveau, Kollege Schrodi hat es angesprochen. Wir handeln und bekämpfen die Krisen, sind international verlässliche Bündnispartner und stärken sozialen Zusammenhalt und Klimaschutz. Mit in die Zukunft gerichteten Investitionen schaffen wir nachhaltiges Wachstum, unternehmerische Sicherheit und damit auch sichere Arbeitsplätze. Investitionen in den natürlichen Klimaschutz, in Elektromobilität, in die Dekarbonisierung unserer Industrie und in den Wasserstoffstandort Deutschland helfen nicht nur dem Klima. Damit unterstützen wir vor allem auch die Transformation der Wirtschaft. Wir nehmen in diesem Jahr nochmals Rekordschulden auf, um die Bürgerinnen und Bürger angesichts der Preisentwicklung zu entlasten und unsere extrem herausgeforderte Wirtschaft zu stützen. Mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wollen wir der Bundeswehr die notwendige Ausstattung zur Verfügung stellen. Insgesamt nehmen wir neue Schulden von fast 250 Millionen Euro auf. Nicht leichtfertig, das kann ich unseren Bürgerinnen und Bürgern versichern. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Unser Staat muss in den zentralen Zukunftsfragen im Rahmen einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft auch selbst Verantwortung übernehmen.
Mit der Preisentwicklung, insbesondere bei fossiler Energie, aber auch bei Lebensmitteln, können weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger notwendig werden. Dabei ist es zentral, dass wir diese Entlastungen sehr zielgenau vornehmen. Die bisherigen Entlastungen müssen wir kritisch evaluieren und dann entsprechend handeln. Dann wird unser Land auch durch diese schwierigen Zeiten kommen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Christian Haase. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, 140 Milliarden neue Schulden. Und wenn wir das, die Schulden aus dem Sondervermögen da noch zurechnen würde, das ist nicht so ganz richtig, aber wenn man die zurechnen würde, dann hätten wir leider wieder einen Schuldenrekord. Und Herr Lindner, das hätten Sie sicherlich zu Beginn Ihrer Amtsübernahme auch anders vorgestellt, dass Sie Ihren Vorgänger dabei noch überholen. Dabei hätte die Steuerschätzung der Ampel zumindest mittelfristig die Möglichkeit gegeben, für Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen und auch die Neuverschuldung zu senken. Was erleben wir stattdessen? Im Rahmen der parlamentarischen Beratung verteilt die Ampel das Geld der Steuerzahler völlig ungeniert. Die Ausgaben des Bundes steigen noch mal um 12 Milliarden Euro, nur damit jeder etwas von seiner Wunschliste streichen kann. Und auch im Personalhaushalt, da haben wir nun mehrfach darauf hingewiesen, wird ordentlich draufgesattelt. Brutto fast 10.000 Stellen. Das kann es an der Stelle nicht sein, wenn wir über Zeitenwende sprechen. Und dieses Wort Zeitenwende scheint zumindest bei den Ampelkoalitionären bisher noch nicht so angekommen zu sein. Denn die aktuellen Krisen und Herausforderungen brauchen eine klare Antwort. Und die Bundesregierung liefert uns dabei leider nur Mittelmäßigkeit. Was hatten Grüne und FDP vor? Sie wollten Schattenhaushalte auflösen, Subventionen streichen, die kalte Progression bekämpfen, den Mittelstandsbauch abflachen, Rücklagen auflösen, Privatisierungserlöse erzielen. All das hatten Sie noch vor kurzem hier im Bundestag gefordert. Übrig geblieben ist die Einigkeit beim Geldausgeben. Also, meine Damen und Herren, Anspruch und Wirklichkeit klaffen da doch sehr weit auseinander. Und ich will noch einmal erklären, was denn Zeitenwende bedeutet. Man kann nicht so weitermachen wie bisher. Das ist die Aussage von Zeitenwende. Wir kommen aus einer zweijährigen weltweiten Pandemie. Wir erleben die Rückkehr der Inflation. Die Wirtschaftsleistung stagniert und wir haben Krieg in Europa. Und wir erleben Gießkannenpolitik. Keine richtige, konkrete Entlastung, die bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Ich will nur als ein Beispiel das 9-Euro-Ticket nehmen. 2,5 Milliarden, die vollkommen verpuffen an der Stelle. Da wird man keine Pendler in den ÖPNV mit reinbekommen. Da hätten wir dem ÖPNV anders helfen können. Wie wir nach der Gießkannenpolitik 2023 zur Schuldenbremse zurückkommen wollen, das ist mir unergründlich. Und trotzdem, wir wollen mit dieser Bundesregierung auch unsere staatspolitische Verantwortung zeigen. Es ist mehrfach heute angesprochen worden. Ich bin froh, dass wir uns beim Bundeswehr-Sondervermögen geeinigt haben. Denn diese Schulden sind die richtige Antwort auf die Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland an der Stelle. Und deshalb ist es auch gerechtfertigt, diese 100 Milliarden zusätzlich als Schulden aufzunehmen. Und wir erkennen auch an, dass es in diesem Jahr noch notwendig war, ein letztes und ein allerletztes Mal die Schuldenbremse auszusetzen. Wir sind mit der Begründung, die wir jetzt gelesen haben, nicht ganz einverstanden. Insbesondere das Thema Inflation wird jetzt alleine aus der Ukraine-Krise her gelöst. Das, glaube ich, ist ein wenig Scheuklappen an der Stelle. Ich glaube, die Inflation hat mehr Gründe als die Ukraine-Krise. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir da finanzpolitisch auch letztendlich drauf reagieren. Aber wenn der 115 Grundgesetz jetzt schon die Möglichkeit lässt, über die Konjunkturkomponente hinaus Schulden aufzunehmen, dann heißt das ja nicht automatisch, dass man das vollständig machen muss, dass man jede Möglichkeit, die dahinter steckt, jetzt auch ausnutzen muss. Das hätte man anders lösen können. Und dann geht es auch darum, dass wir das Finanzgefüge mit den Ländern noch mal wieder in den Blick nehmen. Die Länder schon seit 2 Jahren machen Überschüsse, während der Bund hohe Schulden aufnimmt. Da hätte ich mir Ansätze gewünscht, wo man dagegen angehen kann. Und auch das Thema Stellen.
möchte jetzt hier noch einmal klarstellen, weil das heute Morgen, Herr Schrodi, vielleicht hören Sie eben zu, heute Morgen wiederholt falsch dargestellt wurde. Wir machen den Vorschlag 1% Stelleneinsparung. 1% Stelleneinsparung. Und wer unsere Anträge gelesen hat, wird auch gelesen haben, dass wir zum Beispiel den Zoll, auch wenn das heute mehrfach falsch gesagt wurde, und das BKA von diesen Stelleneinsparungen ausnehmen. Und jetzt, Kollege Otto Fricke, du hast dich eben beklagt, dass wir zu wenig Anträge gestellt hätten. Und du siehst, die sind dann ja noch nicht mal gelesen worden. Also wir wollten euch auch nicht überfordern an der Stelle, weil wir arbeiten an der Stelle mit mehr Qualität und weniger Quantität. Und letzter Punkt noch mal in Richtung des Kollegen Schrodi, weil Sie es gesagt haben. Die Ampel selbst hat ja den Antrag gestellt, 0,5% Stellen in den Ministerien einzusparen. Also insofern auch da vielleicht mal mit den Kollegen noch etwas genauer abstimmen. Herr Kollege Haase, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Otto Fricke? Ja. Herr Kollege Haase, erstens danke ich, dass Sie ausdrücklich klargestellt haben, dass Sie die einprozentige pauschale Stellenkürzung gemacht haben, nachdem Sie gesehen hatten, dass die Koalition sich auf die 0,5 geeinigt haben. Meine Frage ist jetzt aber, kann ich aus Ihrer Äußerung A schließen, dass es zutrifft, dass Sie eben so wenige Anträge gestellt haben im Vergleich zur Opposition, und das schließt die Grünen im letzten Jahr ja auch mit ein, und B schließe ich dann daraus, dass entgegen der Äußerung des Kollegen Mittelberg Sie sagen, also bis auf 1%, die 99% der Stellenerhöhung der Koalition sind richtig. Also wir machen eine solide Politik. Und genau wahrscheinlich, wie sich die Ampelkoalition mit den 0,5% so mal ein wenig an das Thema rangewagt haben, haben wir uns mit dem 1% rangewagt. Wir hätten auch 2% schreiben können, aber wir sehen ja auch Realitäten an der Stelle. Und es wäre besser gewesen, die Stellen erst gar nicht auszubringen oder etwas anderes zu tun an der Stelle. Das hätte man tun können, haben Sie nicht getan. Aber das ist ja dann Ihre Entscheidung, als die 0,5% nachher einzukassieren. Und ich habe dann mal im Bundesfinanzministerium nachgefragt, wenn wir schon zusätzliche Schulden wegen Corona, und das war ja bis zum zweiten Regierungsentwurf der Inhalt, wenn wir schon zusätzliche Schulden wegen Corona aufnehmen können, was ist das denn alles? Und ein Gutteil, Haken dran, Haken dran, Haken dran, relativ enger Zusammenhang zur Corona-Krise. Aber auf der Liste, die mir dann zur Verfügung gestellt wurde, fand ich auch das Online-Zugangsgesetz mit fast 2 Milliarden Euro. Corona-bedingt. Registermodernisierung mit 48 Millionen Euro. Flottenerneuerungsprogramm Behördenschiffe, 224 Millionen. Da ist schon viel Kreativität beim Schuldenmachen gefragt, um denn alles letztendlich mit der Corona-Krise zu begründen, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir hätten an der Stelle mehr machen können. Herr Mayer hat ja eben richtigerweise gesagt, was man an der Stelle alles tut. Wir wollen die kalte Progression abbauen. Wir wollen die Energiepreispauschale auch für Rentner und Studenten, Familienzuschuss auf 200 Euro verdoppeln, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Und wie finanzieren wir das? Mit der Rücklage, die jetzt eingesetzt werden muss, denn nicht für zukünftige neue Aufgaben, sondern wir müssen sie jetzt einsetzen und den Bürgerinnen und Bürgern das angesparte Geld zurückgeben. Und weil Sie das eben so ausdrücklich gesagt haben, gehe ich davon aus, dass nicht nur Sie gleich unserem Entschließungsantrag auch zustimmen werden. Und Herr Lindner, Sie haben jetzt die schwere Aufgabe, nächstes Jahr tatsächlich die Schuldenbremse einzuhalten. Das heißt, es ist ja gar nicht nächstes Jahr. Im Grunde ist der Haushalt ja schon fast fertig an der Stelle. Und wir sind darauf gespannt, wie das funktionieren kann. Wir sehen den Druck, wenn ich sehe, dass Herr Heil in den letzten Tagen, dass heute Morgen Herr Rudolph und Herr Kindler schon wieder Forderungen an den neuen Haushalt gestellt haben, der ja noch gar nicht veröffentlicht. Herr Audretsch bejubelt ja schon das Schuldenbremsen aus auf europäischer Ebene. Dann weiß ich, dass das eine ganz schwierige Aufgabe wird, das auch tatsächlich durchzuhalten. Wir wollen das machen. Sie haben es letztens noch mal wiederholt. Für Sie gilt, lieber neue Wahlen als neue Schulden. Und dann warten wir mal ab. Dankeschön. Christian Haase war das, der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Einer seiner konkreten Kritikpunkte, 6.000 Stellen neu in Ministerien und Behörden. Das behagte der Union und auch den anderen Oppositionsparteien nicht so wirklich. Ein anderes Beispiel sind die Kosten für den G7-Gipfel. Die waren mal mit 50 Millionen veranschlagt, jetzt 30 mehr.
Das Ganze findet ja im Sommer in Schloss Oelmer statt. Und vor 2015 hat es gerade mal 15 Millionen gekostet. Da fragt man sich natürlich auch, wo das dann herkommt. Frauke Heiligenstadt ist am Pult für die SPD-Fraktion. Der diese Woche verabschiedet wird, mein Kollege Michael Schrodi hat das schon ausgeführt, hat einen Dreiklang. Ein Dreiklang aus drei verschiedenen Schwerpunkten. Einmal die Krisenbewältigung, einmal die Zukunftsinvestitionen und einmal die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und dieser Dreiklang macht das Besondere eines solchen Haushaltes aus in der Ampelregierung. Ich komme gleich auf die einzelnen Punkte noch zu sprechen. Ich möchte allerdings, weil in den letzten Debattenbeiträgen ja immer darauf eingegangen wurde, was wir ausgeben, einmal die Einnahmeseite auch beleuchten. Zu den Haupteinnahmequellen gehören nun mal die Steuern in einem Staat. Und ich denke, dass man auch, gerade auch als letzte Rednerin in dieser Debatte, einmal allen Arbeitenden in den Finanzverwaltungen und in den Finanzämtern der Länder ganz herzlich danken kann. Denn die müssen jeden Tag Steuer einbeziehen und sie müssen unsere politischen Vorgaben umsetzen. Ich danke auch natürlich den steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürgern. Denn sie sind es, die dafür sorgen, dass wir gemeinsam unsere Aufgaben hier erledigen können, nämlich die wichtigen staatlichen Aufgaben, und die sich nicht darum herumdrücken und versuchen, Steuern zu hinterziehen. Das heißt also, Steuerehrlichkeit ist sehr wichtig für unseren Staat, und dafür gilt es auch einmal, Danke zu sagen. Und deshalb ist es zum Beispiel auch gut, dass wir die Voraussetzungen schaffen, um noch besser Steuergerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, indem wir zum Beispiel 1.400 neue Stellen, das ist schon ein paar Mal hier erwähnt worden, für die Zollverwaltung aufgelegt haben. Das ist ein Kampf für mehr Steuergerechtigkeit, gegen Geldwäsche, gegen Zollkriminalität, gegen Terrorismusfinanzierung. Aber, und das sei mir gestattet, auch aus der Perspektive der sozialdemokratischen Fraktion hier in diesem Haus das deutlich zu machen, auch die Zollverwaltung, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist zuständig dafür, dass wir die Durchsetzung des Mindestlohns auf den Baustellen und in den Betrieben kontrollieren können. Auch das ist wichtig. Der wird im Übrigen ab Oktober 12 Euro betragen. Und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Bund wird in 2022 345 Milliarden Euro Steuern einnehmen. Das sind immerhin knapp 17 Milliarden Euro mehr als noch vor einem halben Jahr geschätzt. Und die Nettokreditaufnahme wird knapp 140 Milliarden Euro sein. All das sind immerhin deutlich bessere Zahlen, als wir sie noch vor einem halben Jahr erwarten konnten. Das zeigt, dass wir auch viele wichtige Maßnahmen in der Pandemie umgesetzt haben, die richtig waren. Zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, damit Menschen gar nicht erst in die entsprechenden Hilfesysteme hineingerutscht sind. Das war wichtig. Sie standen dann auch sofort wieder den Betrieben nach einem schnellen Aufschwung nach der Zäsur in der Pandemie zur Verfügung. Wir konnten damit viele Entlassungen vermeiden. Die Zahlen zeigen auch, dass wir mit den Unternehmensbeihilfen richtig gelegen haben. Denn auch die schnelle wirtschaftliche Erholung hat dazu beigetragen, dass die Steuereinnahmen deutlich gestiegen sind. Und dass wir Steuermehreinnahmen haben und damit auch die Aufgaben des Staates schultern können, ist natürlich grundsätzlich positiv. Andererseits bereitet uns die steigende Inflation sehr große Sorgen. Die Preise für Lebensmittel und Energie sind besonders für Familien und Menschen mit geringem Einkommen so exorbitant gestiegen, dass sie teilweise nicht mehr wissen, wie sie am Ende des Monats mit dem Einkommen noch klarkommen müssen. Deshalb haben wir zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Und meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der Union, das ist da nicht nichts. Das sind 30 Milliarden Euro Entlastungen oder direkte Zuschüsse für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Und das ist richtig so. Denn die Menschen profitieren von der Senkung der Strompreise durch den Wegfall der EEG-Umlage. Sie profitieren von dem Tankrabatt. Sie profitieren von dem 9-Euro-Ticket. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die CDU alles mit den Kosten für das 9-Euro-Ticket finanzieren will. In jedem Fall weiß ich aber, dass Millionen von Bestellerinnen und Bestellern das 9-Euro-Ticket schon gelöst haben. Und deswegen sagen die, wir nehmen dieses 9-Euro-Ticket an. Und das ist auch richtig so. Wir werden
Wir werden weiterhin die Lage aufmerksam beobachten. Und ich bin dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sehr dankbar, dass er am Wochenende zu dem Thema eines sozialen Klimageldes Vorschläge gemacht hat. Auch das wird etwas sein, was möglicherweise zur Entlastung in den kommenden Monaten, wenn es notwendig ist, beitragen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, denn wir behalten eins im Blick. Die Menschen mit mittlerem und kleinem Einkommen, die sind extrem wichtig bei der Betrachtung der Steuerpolitik. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sagt Frauke Heiligenstadt aus der SPD-Fraktion. Und damit ist diese Debatte beendet. Es geht um die eine und andere Abstimmung. Wir kommen nun zu den Abstimmungen. Und zwar zunächst über den Einzelplan 08, Bundesministerium der Finanzen in der Ausschussfassung. Wer stimmt für diesen Einzelplan? Das ist die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion, CDU, CSU und die Fraktion Die Linke. Damit ist der Einzelplan 08 angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 20, der Bundesrechnungshof. Wer stimmt für diesen Einzelplan? Das sind alle Fraktionen. Gibt es Enthaltungen? Gegenstimmen, dann ist dieser Einzelplan 20 einstimmig angenommen.